It's taken some work, but I finally have them. The worst of the worst. Podcast Nummer 34 und wir sprechen heute ausführlich über Suicide Squad, welcher 2 Wochen nach US-Start nun auch endlich in Deutschland zu sehen ist. In der letzten Kurzausgabe gab es ja schon die ersten Eindrücke von Rico, Thomas und Patrick zu hören und heute geht's ans Eingemachte, wenn auch in einer etwas leicht anderen Besetzung. Wieder mit dabei ist zum Beispiel der Gerd, der in der Ausgabe zur Batman v Superman Ultimate Edition seinen Einstand bei uns feierte und die Herzen der Hörer im Sturm eroberte. Gerd, die Fans wollen mehr von dir. Kommst du mit so einem Druck klar? Ja, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut und ich bin auch immer gerne dabei. Wenn die Themen passen, könnt ihr mich immer wieder fragen. Hast du noch ein paar Infos, hast du noch ein paar Insider-Sachen, die du den Hörern erzählen kannst, über ein Blu-ray oder DVD-Markt, gerade was Batman angeht? Was heißt bei Insider? Das ist im Moment die Frage, kriegen wir einen Director's Cut von Suicide Squad zu sehen? Nein, leider nicht. wenn man halt im Moment den ganzen Gerüchten Glauben schenken mag, ist das auch gar nicht mehr möglich, eine Ursprungsfassung zu bekommen. Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Infos darüber gelesen, weil dann müssen wir den Film wahrscheinlich komplett umschneiden, um die düstere Fassung von David Ayer zu sehen. Okay, bevor wir dann über den Film selber sprechen, möchte ich noch den Rico begrüßen, der hier frisch von der Gamescom zurück ist. Hi zusammen. Grüß dich. Du, Gamescom, ne? Vorbei wahrscheinlich schon? Ja, ich war nur mittwochs da war es noch relativ entspannt, aber gestern war der letzte Tag, der letzte reguläre Tag. Okay, und du durftest Hand anlegen an Patrick. Ihr habt euch im wahren Leben getroffen. Um Gottes Willen. Und Henning. Patrick und ach, Henning. Den auch noch? Ja klar, Henning war auch da. Das wusste ich nicht. Komm, erzähl, wie war's? Wärst du dann gekommen, wenn du gekommen. Training da ist? wie Patrick war oder wie die Gamescom war? Patrick war klein, die Gamescom war groß. Das trifft's ganz gut. Und wie passt Henning da rein? Der ist größer als Patrick. Ich meine, das Highlight für einen Batman-Fan war natürlich das Batman Arkham VR für die PlayStation VR. Genau, ich hältst du die Tagesthemen, die Tage guckt, hättest du sogar mich gesehen, wie ich spiele, weil die haben da irgendwie mich 2-3 Mal gefilmt, keine Ahnung warum. Das habe ich gesehen, ja. Ach, da warst du das. Okay. Hast du es gesehen, der große tätowierte Typ mit den, ja, das war ich. Und es war schon ziemlich cool, also ich habe echt selten, mich hat selber geflasht, als ich dann ausprobieren durfte, wie gut es funktioniert und wie toll das auch aussieht. Und es fängt an in Wayne Manor, wo du dann einen Schlüssel von Alfred überreicht bekommst für dein Klavier. Und das tust du dann mit diesen Move-Controllern, die ähnlich aussehen wie die von der Wii, die Remotes, tust du dann den Schlüssel umdrehen, tippst auf dem Klavier rum, was alles unglaublich gut funktioniert, was mich selber gewundert hat. Und dann geht unter dir eine Falltür auf und da kommt ein Fahrstuhl und du fährst dann halt quasi in die Bathöhle runter. Und während du runterfährst, tust du dich quasi ausrüsten mit deinem Bat-Gear und deinem Batman-Anzug. Du ziehst dann deinen Suit an, du stülpst die Handschuhe über. Ist so ein bisschen wie so eine Iron-Man-Verwandlung. Und dann, als setzt du dann die Maske über und hast dann auch so einen Augmented-Reality-Blick so ein bisschen. Und dann nimmst du auch deine Waffen auf. Und was das Coole halt daran ist, die Waffen, die tust du dann auch an deinen Gürtel festmachen. Und du kannst sie jederzeit auch wieder aufnehmen. Also du hast den Grappling-Hook, du hast die Batarangs und du hast so eine Taschenlampe, mit der du halt scannen kannst. Und das ist schon ziemlich cool gemacht, weil du auch dann jederzeit, wenn du die Demo spielst, also die 5 Minuten, wo du noch weiter runterfährst, kannst du dann auch die ganze Batarang nehmen und irgendwie irgendwas schmeißen und so. Und kannst dich 360 Grad der Bathöhle umschauen. Und das wirklich Beeindruckendste für mich war daran, als ich da mal runtergeguckt habe, die Bathöhle, dann ging es noch so 100 Meter runter, ist wirklich meinem Körper so kurz schwindelig geworden. Als ob man so, wie wenn man so Höhenangst hat oder sowas, wo du dann kurz so ins Herz in die Hose rutscht. Das war schon ziemlich... Ich hätte es nicht gerechnet, dass es so gut ist. Jetzt ist das ja, glaube ich, eine teure Angelegenheit. Ne? Man braucht erstmal eine PS4. Wenn man die noch nicht hat, muss man sich erstmal die kaufen. Ja. Man kann eventuell noch auf die nächste Generation warten, die ja dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr Prozessor-Power und so weiter dann unter der Haube hat. Dann kostet der VR-Aufsatz, glaube ich, 399 Euro. Genau. Und das Spiel wird auch so um die 20 Euro kosten. Ja, also das Spiel wird jetzt nicht das umfangreichste Spiel werden. Es wird jetzt kein weiterer Arkham-Titel sein, es wird eher so eine 2-stündige Demo sein.
Und das wäre es dir wert, das Geld zu investieren dafür? Wäre schon für die 5 Minuten wert gewesen, wo man die Höhle runterfährt. Weil es wirklich, also ich fand es wirklich sehr beeindruckend. Und ich habe gerade an meiner Hochschule konnte ich schon viel so Sachen testen und bisher hat mich das noch nicht so gekickt. Aber das hat wirklich, also wenn die das auch, diese Grafik und wie es aussah, alles liefern können in 2 Monaten, dann haben die mich auf jeden Fall als Kunden. Zur Not kaufe ich mir freitags und gebe es montags wieder zurück. Ja, cool. Dann kommen wir mal vom interaktiven zum aktiven Filmsehen zu unserem Hauptthema und zwar zur Suicide Squad. Hi, Boys! Das Batman News Top-Thema. So, es war der 5. August und die Suicide Squad startete in den USA und wir haben gebannt, wie schon bei Batman wie Superman, auf Rotten Tomatoes gestartet. Und dann ist es einem natürlich dann wieder in die Knochen gefahren. Ja, jetzt steht es aktuell bei miesen 26%. Das ist, glaube ich, ein ähnlicher Wert, wie wir ihn auch bei Batman wie Superman hatten. Und ich weiß nicht, als ihr das dann mitbekommen habt, dass die Kritiken wieder so schlecht ausfallen, was war da euer Gedanke in dem Moment? Tja, ich habe eine Petition gegründet. Die hat auch 50.000 Anhänger dann gehabt. Habe aber vergessen, dass Rotten Tomatoes 30% Warner gehört und dann habe ich dann doch wieder gelöscht, das Ganze. Ja, beeinflusst euch sowas? Während ihr den Film guckt, denkt ihr euch dann so, boah, puh, ja, sie hatten recht. Ich habe hier das und das gelesen, ja, und da fühle ich mich bestätigt. Geht ihr da mit einer schlechteren Stimmung rein? Senkt es eure Erwartungen? Gerd, wie sieht es denn da bei dir aus? Ich sage mal so, also eigentlich lasse ich mich davon grundsätzlich erstmal gar nicht beeindrucken. Das liegt halt einfach an diesem Bewertungssystem, was die da an den Tag legen. Was ich da halt immer interessant dran finde, ist im Zuge dieser, wenn dieser schlechte Rottenwert kommt, also wenn plötzlich ein Film so runtergeht, ja, innerhalb von Stunden im Internet die Gerüchteküche anfängt zu kursieren, was ist da los? Ne? Und bei Suicide Squad hatten wir ja schon im Vorfeld von Problemen bei dem Dreh gehört. Also, und dann habe ich mir dann schon wieder gedacht, okay, scheint wohl wieder generell ein Problem von dem Film zu sein, dass da wohl irgendwelche Produzenten, Macher mit dem Regisseur nicht klarkommen, das, was zu schnell abgeliefert werden musste. Das habe ich dann schon im Hinterkopf, wenn ich mir so einen Film anschaue. Ne? Also das ist auch, ich versuche es immer neu, erstmal objektiv zu sehen, aber man kann einen Film so nicht objektiv sehen. Und wenn man dann halt solche Gerüchte hört und dann diesen Wert sieht, dann macht man sich schon seine Gedanken beim Schauen. Das Interessante ist, was bei Suicide Squad und auch bei Batman vs. Superman passiert, ist, trotz des schlechten Rottenwerts stimmen im Moment die Box-Office-Zahlen, die Einspielergebnisse. Das heißt, die Leute draußen gehen in die Kinos und wir haben sie ja auch jetzt hier auf Batman News schon mitbekommen, auch im Forum. Die meisten Leute sind von dem Film also doch beeindruckt und empfinden ihn als sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt hier die große Schranke Publikum entscheidet ganz anders, wie halt die Reviewer auf Rotten Tomatoes. Und ich denke mal, dass, solange das so passiert, ist das Warner wahrscheinlich relativ egal. Also wenn die Zahlen erreichen, weil früher war es so, ein schlechter Rottenwert bedeutete oft auch ein Tod am Boxoffice. Was meint ihr denn? Also das haben ja auch schon einige gesagt, ja, dass die Kritiker jetzt generell was gegen DC-Filme hätten. Ist das realistisch? Also wenn wir selber sagen, okay, wenn man sich die Kritiken so durchliest, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Aber es ist so eine Grundstimmung irgendwie mit eingearbeitet, dass man schon so ein bisschen merkt, ja, so mit Marvel kann das nicht mithalten. Es wird ja auch gerne oft verglichen. Denkt ihr, dass man da tatsächlich schon DC inzwischen so ein bisschen auf den Kieker hat? Nein, ich glaube nicht, dass die Kritiker was speziell gegen DC haben. Das kann ich mir auch eigentlich gar nicht so vorstellen, sondern ich glaube, das Problem, was dabei existiert, ist, DC-Helden, die sind gleichzusetzen mit der Einführung der Comics in Amerika. Die Comic-Industrie fing an zu boomen mit Einführung der Superhelden. Und das waren die DC-Helden. Wir hatten Superman, wir hatten Batman. Und über Jahrzehnte hinweg hat halt jede Generation eine komplett andere Vorstellung von diesen Superhelden A präsentiert bekommen und dann auch für sich selbst gebildet. So, und dann ist eine Zeit lang überhaupt nichts passiert und dann kam halt 78 Donner mit Superman, der Film,
der halt diesen Golden Age Superman perfekt auf die Leinwand umgesetzt hat für damalige Verhältnisse. Und mit Christopher Reeve, das muss man auch mal neidlos anerkennen, wohl den Prototypen an Superman-Darsteller präsentiert hat. Und Marvel hat sein Universum ja grundsätzlich ganz anders aufgebaut. Die sind ja in den 60er Jahren hingegangen und haben halt diesen realistischen Ansatz genommen und haben gesagt, okay, wir lassen unsere Helden in der realen Welt agieren. Das heißt, New York ist halt überbevölkert von Superhelden, laut den Marvel Comics. Da gibt es ja auch diese schönen Panels, wo halt Spider-Man durch die Luft schwingt und gerade Thor vorbeifliegt. Das würde bei DC damals überhaupt nicht passieren. Das kannte man also in der Form gar nicht. Und die sind halt jünger und die sind halt näher am Zeitgeist dran gewesen mit Marvel, während DC halt immer so ein bisschen mythisch überhöht war. Und das spielt heute einfach eine Rolle. Und jetzt geht man hin und jeder hat eine eigene Vorstellung und jetzt kommen halt Regisseure und machen einen Superman-Film oder einen Batman vs. Superman, wo man halt auch wieder, sagt man, in Anführungsstrichen, eigenwilligen Regisseur wie Snyder nimmt, der wieder eine ganz eigene Vorstellung von den Helden hat. Das kollidiert einen automatisch mit vielen Leuten. Und wenn man sich die Kritiken durchliest zu diesen Filmen, wird man feststellen, genauso viele Leute, wie das ablehnen, was er mit Superman gemacht hat, so ähnlich wie es Henning, der zum Beispiel mit dieser Darstellung nicht einverstanden ist, was er auch plausibel argumentiert, findet man genauso viele Leute sagen, hey, Snyder hat mir Superman plötzlich interessant gemacht. Plötzlich finde ich die Figur toll. Da liegt das Hauptproblem. Das andere Problem, was wir haben, ist natürlich, Batman vs. Superman Kinocut ist ein Desaster, weil der sieht halt auch tatsächlich im Nachhinein betrachtet wie ein Amateurfilm aus, gerade vom Schnitt her. Man fragt sich, wenn man die Ultimate Edition gesehen hat, wie konnten die nur? Und ein ähnliches Problem hat jetzt auch Suicide Squad, weil als Filmemacher, als jemand, der aktiv auch schon in der Herstellung von Filmen beteiligt war, muss ich Suicide Squad tatsächlich eine schlechte Note ausstellen, weil der macht sehr viel falsch. Damit hätten wir ja schon mal so deine grundsätzliche Meinung. Also du bist von dem Film jetzt nicht so begeistert. Rico, wie sah es denn bei dir aus? Also du bist ins Kino gegangen, ihr wart zu dritt oder war da mehr? Eigentlich waren wir fünf gewesen, aber waren zu viert, ja. In Köln im, ich weiß nicht wie es, Cinedome heißt dieses Kino, glaube ich, waren wir. Und erstens mal war ich schon angetrunken zu dem Zeitpunkt. Das hat dem Film, glaube ich, gut getan. Und wir, die Stimmung im Kölner Kino war wirklich, so kenne ich das normalerweise aus amerikanischen Filmen, dass Leute applaudiert haben und auch nach dem Film die Stimmung noch relativ gut war. Es gab natürlich auch Leute, die irgendwie nicht gerade realisieren konnten, was da irgendwie passiert ist, zwei Stunden lang. Aber auch so, hinter mir hat irgendeiner geschrien, hey, stopp, ich die Filme nicht je gesehen habe. Und so Sachen, keine Ahnung. Also es gab auch Leute, die es gut fanden. Und ich habe da auch, also für in der Konstellation, wie ich da war und wie ich den Film gesehen habe, hat er mir auch gefallen. Und im Englischen dann wesentlich besser, weil ich finde, dass manche Sachen, ich habe zwar Jay Courtney nicht einmal verstanden während der englischen Sichtung, aber sonst hat mir der Film echt gut gefallen. Genau, du hast ihn jetzt zweimal gesehen, das erste Mal auf Deutsch, das zweite Mal dann auf Englisch. Genau, so rum. Und so würde ich es auch jedem empfehlen. Hattest du dann, das war ja die Vorpremiere am Mittwoch dann, waren da auch Fans in Kostümen da? Es gab ein paar Joker, die rumgelaufen sind, tatsächlich. Wir hatten recht viele Harlequins bei uns. Das... Also mir sind zwei, drei Joker aufgefallen und generell fast jeder hat ein Batman-T-Shirt angehabt oder sowas. Also das war schon so, wie man sich so ein Kinoerlebnis eigentlich wünscht. Gerd, wie sah es bei dir aus? Wo hast du dir in das erste Mal angeguckt? In Englisch, in Herlen. Da war das ein normales Publikum, würde ich mal sagen. Und hier jetzt beim zweiten Sichten, da waren auch also Batman-T-Shirts, Superman-T-Shirts, waren ziemlich viele zu sehen. Verkleidet war hier keiner. Ich habe es gar nicht gesehen, ob da einer als Joker rumgelaufen ist. Ich muss allerdings auch sagen, ich war dann halt sehr spät drin gewesen. Da war dann gar nicht mal so viel los. Aber die Leute waren trotz allem recht angetan von dem Film. Also das ist mir auch aufgefallen. Und ich bewerte den Film auch. Also mir hat der trotz allem gefallen. Der ist unterhaltsam. Also das steht gar nicht zur Debatte. Aber ich hatte halt andere Vorstellungen an dem Film. Das ist mein persönliches Problem, was ich damit habe. Welche Vorstellung hattest du denn? Also bist du da, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem der Trailer vergleichen könnte, hattest du dann eher so die Vorstellung, okay, es ist so wie der allererste Trailer, den man gesehen hat, der damals auf der San Diego Comic-Con gezeigt wurde? Oder hattest du generell eine andere Vorstellung von dem, was dir da marketingmäßig präsentiert wurde? Ich hätte es gerne gesehen, wenn es in dieser Richtung vom ersten Trailer gegangen wäre. So ein bisschen ein kaputtes, düsteres Bösewicht-Drama. Also das hätte mir gefallen an dem Film. Also ich fand das auch... im ersten Trailer, das hat einfach gepasst, diese Musik, die sie da runtergelegt haben, die Aufnahmen, die sie zusammengeschnitten hatten, das sah alles, ich sag mal, diesen Figuren angemessen entsprechend aus. Weil, wie gesagt, wir reden ja hier nun von Bösewichten, wir reden hier von bekannten Batman-Gegnern, die in den Comics teilweise extreme Psychopathen sind,
die jetzt da als Helden präsentiert werden, als Anti-Helden präsentiert werden sollen. Und das hätte ich auch gerne gesehen, in Anti-Helden-Film, aber das habe ich dann leider nicht zu sehen bekommen. Dafür hat man ihn zu sehr auf Heldenfilm getrimmt. Rico, wie war deine Einstellung dazu? Also was wolltest du sehen, bevor du den Film gesehen hast? Was mir am meisten gefallen hat, war der Trailer mit dem Queen-Song. Und was wir bekommen haben, war der Trailer, den man als letztes gesehen hat auf der Comic-Con. So viel Musik und die Szenen der Musik angepasst so ein bisschen. Und das war das, was der Film gesehen hat. Aber mir hat der Film Spaß gemacht. Ich habe den gern gesehen. Und ich habe das, was ich gesehen habe, hat mich auch unterhalten. Und beim zweiten Mal fand ich ja noch Sachen nicht mehr so störend, die mich beim ersten Mal dann gestört haben. Aber generell bin ich auch so, dass der Film muss beim ersten Mal funktionieren. Also ich muss einen Film nicht zweimal sehen, damit er mir richtig gefällt, damit ich richtig Spaß mit haben kann. Das kann nicht sein. Ich habe ihn ja bislang jetzt nur einmal gesehen. Mich hat die erste Hälfte des Films prächtig unterhalten. Ich mochte die Einführung in die Welt, ich mochte die Charaktere, größtenteils auch den Humor, da hat nicht alles funktioniert. Und wie in dem Film dann auch das eine zum nächsten dann führte, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber dann so ab der Mitte begann dann so ein bisschen die Fassade dann zu bröckeln. Da wollte der Humor nicht mehr so wirklich zünden und der Film hat dann schon deutlich an Fahrt verloren. Und die meisten Probleme hatte ich dann letztendlich mit dem Finale. Das war mir für den Film irgendwie ein bisschen zu groß. Also mich hat das ja ständig an den ersten Ghostbusters-Film erinnert. Also eigentlich könnte man so das gesamte Finale des Films, das könnte man bei YouTube dann irgendwie mit Dialogen von Ghostbusters dann unterlegen. Und ich mag Ghostbusters, ja, aber ich hätte das halt gerne nicht in einem Suicide Squad-Film gesehen. Große Schwierigkeiten hatte ich mit dem neuen Joker. Also ich konnte mich mit Jared Letos Joker-Version nicht so wirklich anfreunden. Und auch bei der einen oder anderen Figur, aber da sprechen wir ja später noch, hätte ich so ein paar Sachen in der Charakterisierung tatsächlich anders gesehen. Und somit bleibt es für mich ein solider Film, der mir wirklich größtenteils Spaß gemacht hat, aber bei dem immer das Gefühl bleibt, ja, man hätte noch so viel mehr draus machen können. Ja, genau so ist es. Ja, und der Steffen Gärtner, der hat in den Kommentaren bei Batman-News.de das für mich so recht gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, für ihn ist der Film eine schöne DCEU-B-Seite. Also wie man es von Schallplatten kennt. Es ist so der kleine Bruder von Batman wie Superman, wenn man so möchte. Mhm. Gerd, was für eine Wertung würdest du dem Film geben? Schon mal vorab. Vorab würde ich mal, ich habe noch einen Satz dazu, wo du auch sagtest im Finale. Was ich mich bei dem Film gefragt habe, warum muss ich jedes Mal die Welt retten in einem Superheldenfilm? Das hätte der Film eigentlich gar nicht nötig gehabt. Das ist eigentlich, glaube ich, das Hauptproblem, was ich mit der Story habe, weil da muss ich jetzt tatsächlich mal Deadpool nehmen. Ryan Reynolds hat bewiesen, wie man so einen Film inszenieren kann, ohne die Welt zu retten und trotzdem einen guten Film abliefert. Und hier ist es halt, fand ich, so aufgesetzt. Ja, ich würde den bewerten so 5 bis 6 Punkte. Mit Fanbrille sogar noch mehr, weil natürlich immer noch der Comic-Relief drin ist und die vielen netten Anspielungen auch teilweise kommen. Also, wie gesagt, er hat mich unterhalten. Ich werde mir wahrscheinlich auch die Blu-ray auf jeden Fall davon holen und mir den Film zwischendurch immer mal angucken. Aber er hätte mehr sein können. Hm. Rico? 7 von 10 wäre meine Wertung dafür. Und zu dem, was Gerd gesagt hat, möchte ich nachher noch mal was sagen. Gerne, haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Also bei mir sind es auch 6 bis 7 von 10. Es ist ja in etwa so dieselbe Wertung, die ich auch bei BVS gegeben habe, damals bei der Kinofassung. Nur, dass für mich hier sich viel schneller eine Ernüchterung während des Anschauens eingestellt hat, weil man sich gedacht hat, oh, ja, irgendwie hätte ich jetzt doch gerne irgendwie, habe ich was anderes erwartet. Und da hätte man doch noch das draus machen können. Und irgendwie ist der Film nicht dieses große oder dreckige Kinoabenteuer geworden, was ich mir gewünscht hätte. Wie Gerd schon sagt, ja, das hätte man auch kleiner spielen können und dann wäre es wahrscheinlich auch ein kleiner, dreckiger Film geworden. Und so ist er irgendwie so ein Mischmasch aus Hollywood-Filmen mit Figuren, die edgy sein wollen, aber es dann nicht wirklich sind und auch ein Finale, was ja eher einem großen Film entspricht, als halt eben diesem Film, den ich jetzt da erwartet hatte. Da sind wir dann auch schon bei der Story. Lass uns mal darüber sprechen. Viele sagen ja, die Story des Films passt auf den Bierdeckel. Ich versuche es mal gerade ein bisschen zusammenzufassen. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Superman ist tot. Also es spielt nach den Ereignissen von Batman wie Superman. Amanda Waller will eine Taskforce aus Schurken zusammenstellen. Diese besteht dann eben als Deadshot, Harley Quinn, Killer Croc, El Diablo, Slipknot, Captain Boomerang und Enchantress.
Letztere sorgt dann für den ersten Einsatz der Squad, indem sie ihren Bruder Incubus reaktiviert. Beide wollen die Weltherrschaft zurückgewinnen und die Task Force X muss unter der Leitung von Rick Flag Amanda Waller aus Midway City befreien, in der Incubus dann eben wütet. Und anschließend bekämpft die Task Force X dann eben Enchantress und Incubus, weil Rick Flag mit dem alter Ego von Enchantress liiert ist. Und irgendwo dazwischen kriegen wir es dann auch noch mit dem Joker zu tun. Irgendwas vergessen? Nein. Oh, es war ganz gut zusammengefasst. Ja. Wie fandet ihr denn die Story? Im Prinzip hätte mich diese kleine Story nicht gestört, weil ich die Charaktere interessant fand. Also ich mochte eigentlich jeden. Es gab jetzt niemanden, wo ich gesagt habe, hey, was macht denn der hier? So, weil ich fand auch die Einführung generell der Charaktere hat mir Spaß gemacht. Diese kurzen Filmchen dann, da hast du auch direkt schon gemerkt, wer mehr Zeit im Film oder auf wem der Fokus liegt. Aber ich fand halt ich meine, der große Punkt des Films ist halt der Gegner und die Geschichte. Und ich fand es beim zweiten Mal ziemlich wieder nicht so arg gestört wie beim ersten Mal. Aber ich habe mich generell ganz viele Sachen auch gefragt. Gerade als er noch rauskommt, dass zwischen dem Vorfall, wie der Inkubus geschaffen wird, und diesem Himmelsstrahl 3 Tage liegen und so. Das fand ich irgendwie ganz komisch, wie das Ganze zusammenspielt. Das hat sich für mich irgendwie nicht so ineinander verwoben, schlüssig. Aber ich dachte, als es dann nochmal diesen Rückblick gibt, hier, jetzt passiert was. Jetzt erfährst du was du vorher nicht wusstest. Aber du fährst halt eigentlich gar nichts. So. Warum den Rückblick? So. Hättest du mir vorhin zeigen können, hätte ich nicht nochmal zurückgehen müssen, eine halbe Stunde später. Ja, wir haben recht viele Rückblicke. Mir ging es teilweise so, dass ich mich da nicht mehr ausgekannt habe, dass ich nicht mehr wusste, wann spielt jetzt was. Also das begann, glaube ich, schon mit dieser Beziehung zwischen Rick Flag und Enchantress dann eben. Wo ich mich gefragt habe, okay, wann spielt das jetzt? Spielt das jetzt davor? Ist es ein paar Tage davor? Ist es ein paar Wochen davor? Also so richtig zeitgleich einordnen konnte ich da so manche Szenen tatsächlich nicht. Du hast immer auf die Frisur von Rick Flag achten müssen. Die ändert sich nämlich von Szene zu Szene im Film. Daran merkt man dann, wann was spielt. Oder dass da die Reshoots stattfanden. Ja, das ist komisch, ne? Das war echt ein bisschen komisch, weil das echt keinen Sinn gemacht hat. Aber so generell, mein größtes Problem war ehrlich gesagt diese 3 Tage. Wir haben eine Comic-Verfilmung hier, so. Das ist Sachen, die kaufe ich ab, die stören mich nicht. Aber mich stört es halt irgendwie, dass irgendwie 3 Tage in Himmelslasern die ganze Welt kaputt machen kann. Und da kommt dann nicht irgendwie Wonder Woman, macht den kurz kaputt und geht wieder oder sowas. Das ist dann eher, was ich störend finde. Ich weiß, was du meinst. Das wäre ungefähr, als wenn in Batman vs. Superman, wenn das Kapitol explodiert, man erst 3 Tage später mal gucken geht, was da eigentlich passiert ist. So kam das einem auch vor, einfach. Was machen die denn jetzt in der Zeit? Warum ist das so? Aber ich führe das einfach auf schlechtes Editing und schlechtes Scripting zurück. Dass da also so keiner sich genau Gedanken drum gemacht hat, was da jetzt passieren soll. Aber das sind so Sachen, wo ich halt schade finde, weil alles hat mir gefallen. So, immer wenn man einen Squad gesehen hat, hat mir gefallen. Mir hat es gefallen, durch die Straße laufen zu sehen. Mir hat die Einführung gefallen. Ich bin sicher aus dem Film rausgegangen, habe gedacht, fuck, ich habe zu wenig über El Diablo erfahren. Weil das, was ich erfahren habe, hat mir gereicht, um Film mitzufühlen, um zu verstehen, warum er ist, wie er ist. Ich fand jetzt auch nicht, bei Chai Courtney hat man das Problem gehabt, der wird in den englischen Reviews immer Boomerang Guy genannt, dass er irgendwie, warum ist er dort, er kann nur Boomerang schmeißen. Das hat mich nicht gestört, das, was ich von ihm gesehen habe und wie ich ihn im Film gesehen habe, hat mich überhaupt nicht gestört, das hat mir gefallen. Mich hat bloß gestört, warum die Leute sich zusammenfinden und warum die ausgesendet werden. So, da gab es für mich irgendwie, da hat irgendwie das Greifbare gefehlt, so. Ich weiß nicht, Bernd, wie ging es dir damit? Ähnlich, also ich habe mich ja auch gefragt, okay, sind das jetzt, welche Fähigkeiten müssen diese Leute in der Task Force X haben, um gegen so einen übermächtigen Gegner dann eben auch Bestand zu haben? Ich meine, so wie Waller das verkauft, heißt es ja hier, wir brauchen die Bösesten der Bösen. Ja, sie hat sie ja jetzt alle. Und falls nochmal irgendwie einer ausflippen sollte von irgendwelchen Superwesen, dann haben wir da eine Task Force für. Der einzige übernatürliche Bad Guy, abgesehen von Enchantress, ist ja El Diablo. Also genau. Jemand, der wirklich so Meta-Wesen-Fähigkeiten hat. Und der Rest ist halt, wie du schon sagst, ne? Eine kann einen Bumerang schleudern, die andere hat einen Baseballschläger, der andere kann recht gut schießen. Und der andere ist ein, ja, mutierter Mensch, letztendlich. Und der hat ja Wesensfähigkeiten gehabt, so. Der konnte wenigstens unter Wasser die Luft anhalten. Zum Beispiel. Ja. Aber das war nicht mal das Problem, weil das macht in der Comic-Verfilmung für mich auch noch Sinn, dass es halt Figuren wie Harlequin gibt, die einfach krasser sind als Polizisten oder als Soldaten, weil das bietet halt, das ist halt eine Comic-Verfilmung und das will ich nicht als Entschuldigung sagen, aber so eine Figur ist halt einfach
übermenschlich, auch wenn sie keine übermenschlichen Kräfte hat. Da gebe ich dir auch recht. Und in den Comics kaufe ich sowas genauso ab. Nur in dem Film wurde gleich wieder so eine Riesenbedrohung draus gemacht, gegen die sie kämpfen müssen. Und in den Comics ist es halt dann doch eher so, dass man halt diese verrückten Menschen halt eben hat, die sich halt eben als Selbstmordkommando eben in solche Missionen stürzen. Und hier war mir die Mission für einen Auftakt einfach zu groß und da hätte mir einfach eine kleinere Story, die den Figuren angepasst ist und ihren Fähigkeiten, hätte mir besser gefallen, als halt dann eben diese Zaubershow, die es dann am Schluss gab. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich störe mich dann wirklich dran, gerade bei so einem Film, warum dann nicht die richtigen Helden gerufen werden. So, und es gibt ja noch welche. Ja, die sind ja aber noch nicht da, weil... es gibt aber Batman, weil Batman kann ja auch am Anfang vom Film, kann Batman auch von Amanda Waller so eingesetzt werden, um Deadshot zu fangen. Was ich da viel schlimmer dran finde, ist auch, wie Bernd schon sagte, warum diese große Weltenrettung, und wenn ich dann schon so eine Story bringe, dann brauche ich bitte schön einen Gegner, der das auch verkörpert. Also ich sag mal immer, bei Batman vs. Superman, alle Leute regen sich über die angeblich fehlende Motivation von Lex Luthor auf. Hier hätten sie schreiend aus dem Kino laufen müssen bei Enchantress. Ja, weil das ist, ja, die erweckt ihren Bruder zum Leben. Ja, was machen wir jetzt? Alles klar, wir vernichten die Menschheit. Ja, das ist eine Mission. Ja, dann ist Bums. Ende. Also furchtbar fand ich das einfach vom Einfall her. Und dann kommt noch dazu, was Bernd auch schon sagte, ich habe dann die Task Force X und das einzige andere Super ist nur noch ein anderes Superwesen dabei und ich habe da Gegner, die mir erstmal so präsentiert werden als absolut unbesiegbar, man kann nichts gegen die machen und da kommt jetzt halt die Baseballschwingende Harley Quinn und der Scharfschütze und der Bumerangschmeißer dahin und ja, der Feuerwerfer, die das jetzt aufhalten sollen. Wenn jetzt noch die Figuren wie im Comic wären, aber sie sind ja auch noch gezähmt worden, Harley Quinn, wenn die jetzt mal wirklich irre hätte sein dürfen, hätte ich das ja noch abgenommen. Aber sie darf ja noch nicht mal wirklich irre sein. Wobei man sagen muss, die Mission mit Enchantress am Ende ist ja auf freiwilliger Basis. Ihre eigentliche Mission genau. Ist ja in Midway City Amanda Waller zu retten. Richtig. Ja. Genau, ja. Von dem her, da lasse ich mich drauf ein und das hat mir ja auch so weit gefallen, ja, weil das eben eine ebenbürtige Mission war. Und dann, als es dann diese Stufe weiterging, war mir das dann ein bisschen zu viel. Diese Rettungsmission, deswegen finde ich das auch mit dem Joker so schade, weil gesagt, das ist eine die Figuren, die mir auch im englischen Original super gefallen hat. Hätte man jetzt hingegangen, hätte man diesen ganzen Plot aufgebaut, dass der Joker halt Amanda Waller entführt, damit er Harley Quinn befreien kann. Und dass die Mission des Suicide Squad gewesen wäre, wäre das klasse gewesen. Vor allen Dingen wäre dann noch diese Ambivalenz von Harley Quinn viel besser rübergekommen gegenüber dem Joker. Ist sie jetzt dem Team ergeben oder ist er dem Joker ergeben? Und das hat zumindest von der Geschichte her der Film Assault and Arkham besser gemacht. Weil da ist es nämlich genau so im Prinzip. Und das ist halt das, was ich mir auch immer gedacht habe, auch wo es dann, der Film wurde ja immer vermarktet, dass der Joker im Hintergrund ist. Ja. Ich habe aber nicht gedacht, dass der Joker im Hintergrund ist, indem man sich nur um Harley kümmert. Was ich gut fand, ich mochte ehrlich gesagt diesen leicht romantischen Aspekt der Beziehung von den beiden. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also das fand ich auch irgendwie passend, so zu einer Realverfilmung. Dass sich beide auch umeinander irgendwie so ein... Irgendwie Fand ich auch. Diese Art von kranker Liebe, die da dargestellt worden ist, das hat mir auch gefallen. Aber da hätte man noch mehr machen können. Ich denke halt mal, das ist halt das Problem, dass halt Warner Angst hatte, könnte ich mir vorstellen, den Joker jetzt als Gegner von Suicide Squad und nicht für Batman zu benutzen. Aber das ist Blödsinn, meiner Ansicht. Das ist Blödsinn. Ja, weil den Joker kannst du einfach immer bringen. So, der Joker ist wie Darth Vader, der geht immer. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese Joker-Szenen wohl so geschnitten worden sind. Weil ich glaube, die haben irgendwann festgestellt beim Show, dass der Jared Leto das so gut macht, dass er ihrem Hauptbösewicht die Show stiehlt. Und das ist halt das Problem. Dann hast du den mit Jared Leto, der dann auch zu Recht angepisst ist. Der wird den Film nicht gesehen haben, weil er guckt sich, glaube ich, seine Filme nicht an. Aber dann hast du jemanden, der wirklich ein guter Schauspieler ist, der... perfekt wäre der Gegner von so einem Film zu sein, was wir auch am Anfang alle gedacht haben. Du hast was, glaube ich, der erste Bernd, der gemeint hat, dass Enchantress wahrscheinlich der Gegner wird. Mhm. In einem der frühen Podcast von uns. Und für mich hat es eigentlich nur Sinn gemacht, so jemanden zu nehmen wie die Task Force X oder Suicide Squad und dann jemanden wie ein Joker, der mindestens so populär ist wie alle anderen großen Helden wie ein Batman oder ein Superman in der Fangemeinde, weil es ist einfach der Bösewicht, so wie gesagt mit Darth Vader zusammen, zu nehmen als Gegenspiel. Das war für mich genial, weil das hast du auf einer Ebene so, das Ganze. Und dann hast du auch nicht irgendwelche komischen Bobbelkopfmonster erfinden müssen, hättest du einfach Goons nehmen können, gegen den die Suicide Squad kämpft. Hättest du alles gehabt, dann hättest du auch sogar die Enchantress vom Joker irgendwie, dass er Amanda Waller kidnappt und dann die Enchantress dann gegen El Diablo kämpft. Hättest alles perfekt gehabt, das wäre ein guter Film gewesen. So ist es halt, okay, wir zerstören die Welt, warum ist nicht Wonder Woman kurz um die Ecke? So, ich meine, die hat ja erst
Doomsday kaputt gemacht, da kannst du ja noch kurz den Typ da kaputt schlagen. Wobei, ich glaube, wenn wir immer so denken, wo sind die anderen Superhelden, dann kommen wir keinen Schritt weiter. Ich meine, das ist ein Problem, was man sich nach einer Zeit dann eben schafft, aber dieses Problem gibt es in den Comics genauso. In jeder Batman-Story könnte man fragen, wo ist Superman? Ich habe damit kein Problem. Wenn eine Story für sich stehen soll, dann soll sie für sich stehen. Weil sonst kriegen wir das Problem beim Batman-Film später, dass ständig die anderen Figuren auftauchen und dann seine Gegner innerhalb von Minuten dann fertig machen oder Sekunden oder Augenblicken letztendlich. So kommen wir, wie gesagt, nicht weiter, wenn wir mit diesen Gedanken an die Filme rangehen. Weil dann funktionieren sie von Haus aus nicht. Dann funktioniert dieses Universum nicht. Es funktioniert dann nicht, wenn du immer Weltkatastrophen machst. Wenn du immer eine Katastrophe machst, wenn du es nicht mal schaffst, die Filme auch ein bisschen, wie Gerd schon sagte, mit Deadpool. Im Deadpool-Film, da hast du nicht, gab es da zwei andere X-Men noch, aber da hast du nicht das Gefühl gehabt, wo sind jetzt alle anderen, die Welt geht gerade unter. Und ich finde, wenn du halt, wenn ein Film, der es überhaupt nicht nötig gehabt hätte, die Welt untergehen zu lassen, dann ist es schon komisch irgendwie. Da gebe ich dir recht. Also was die Bedrohung angeht und dass es dann andere Kräfte bräuchte, ja, um der Herr zu werden, dann kann man zu solchen Überlegungen kommen. Da hast du recht. Genau so sehe ich das auch. Ja. Sehr gut. Lass uns mal zum anderen Punkt kommen, und zwar die Charaktere. Wir haben ja gehört, es gibt 7 Schnittfassungen von dem Film. 6 bis 7 hat David Ayer gemeint. Da hat man recht viel experimentiert, vor allem was die Einführung der Charaktere anging. Das Drehbuch war noch so recht straight. Da wurden die Figuren so nach und nach eingeführt. Das Ganze begann dort eigentlich mit June Mooney, die halt dann eben in der Höhle dann eben von Enchantress dann besessen wurde. Hier haben wir jetzt die Aktenversion bekommen, in der wir von Amanda Waller die einzelnen Charaktere vorgestellt bekommen. Und ich finde, das hat wunderbar funktioniert. Also das hat den Film ja gleich von Anfang an einen Drive gegeben, wo man gleich so ein gutes Gefühl bekommen hat, wo man sich gedacht hat, okay, Sympathy for the Devil, dann noch damit untermalt, jetzt bin ich im Film drin. Fand ich per se gut. Wie fandet ihr das? Tja, also ich sag's mal so, ich fand diese Einführungen, jede für sich allein, ist ein perfekter Kurzfilm. Aber ich habe es tatsächlich als störend empfinden, weil Charaktereinführung, Charaktereinführung, Charaktereinführung. Wann geht's mit der Story los? Das war mein Gedanke dabei. Ich fand diese Einspieler extrem cool gemacht. So, mir haben die gut gefallen. Ich fand es auch, dass das so durchgegangen wird. Viele stören sich daran, dass man Slipknot nicht gesehen hat, aber jeder den Film sieht und sich darüber stört, dass Slipknot keinen eigenen Trailer bekommen hat. Ich meine, man hat alles, was man von Slipknot sehen. Es gab, glaube ich, genau eine Einstellung von Slipknot, die man noch nicht in den Trailern gesehen hat. So viel ist ein Film. Also, aber man kann sich dran stören natürlich, wenn man möchte. Aber generell, dann fand ich das cool gemacht. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das auch gerade dann, wenn man den, dass die auch immer so zugeschnitten waren auf die Charaktere, gerade bei Captain Boomerang. So, ich meine, er ist halt wirklich nur da gewesen, um halt dumme Sprüche zu reißen. Aber er war so, ich fand ihn witzig. Und auch wie er in den Film eingeführt wird, fand ich cool. Das hat mir gefallen. Ja, ich fand auch, es hat Spaß gemacht, das hat einen Drive gehabt. Ja, die Charaktereinführung, das kann ich schon verstehen, dass man dann irgendwann mal auf die Story wartet. Aber die Frage ist, wie hätte es denn anders laufen sollen? Man hätte diese Charaktere, ich brauche den Deadshot eigentlich schon von Anfang an, aber das ist ja auch etwas, wo sich der Film nicht ganz entscheiden kann. Wer führt jetzt die Suicide Squad eigentlich an? Wir haben Rick Flag und wir haben Deadshot. Und das ist bei so einem Ensemble-Film einfach ganz wichtig. Du brauchst eine starke Führungspersönlichkeit, genauso wie du halt einen starken Antagonisten brauchst am Ende. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das David Ayer ist oder ob das Studio das wollte. Das kann sich nie entscheiden. Ist jetzt Rick Flag der Anführer oder ist jetzt Will Smith der Anführer? Will Smiths Rolle ist darauf angelegt, der Anführer zu sein. Aber es wird immer wieder dann auf Rick Flag zurückgeschnitten. Und dann ist das Problem, da kann ich mich schon viel weniger mit identifizieren in dem Moment. Ich habe also schon ein Problem, welchen dieser Charaktere vertraue ich? Und ich sag mal, wenn ich jetzt Bösewichte nehme, die alle eigentlich nur eins im Sinn haben, nämlich da rauszukommen, dann sollte ich sie auch so entsprechend behandeln. So hat das Lee Marvin in das Dreckige Dutzend gemacht. Das Dreckige Dutzend, das sind alles Arschlöcher, die haben Scheiße gebaut und sie werden auch behandelt. Und die Charakterisierung erfolgt im Laufe des Films über Dialoge. Aber der Film Suicide Squad hat ja kaum Dialoge. Der hat viele One-Liner, aber der hat keine wirkliche Interaktion zwischen den Figuren. Und das ist da, wo er für mich versagt. Ist natürlich schwierig bei Figuren, die so eine große Historie mit sich bringen. Also da wird ja viel erzählt, gerade auch bei Harley Quinn, wenn das erzählt wird, wie sie mit dem Joker zusammenkam, mit Arkham Asylum und all dem Zeugs, was wir da gesehen haben.
Das ist natürlich dann schwierig, das, sagen wir mal, nur auf der Tonspur zu erzählen oder das dann in die Geschichte einzuweben, um den Charakter dann damit aufzuladen. Das sind halt, wie du schon gesagt hast, so kleine Trailer für die Figur. Ich fand's, um für, sagen wir mal, das Publikum, was nicht so wirklich mit den Figuren vertraut ist, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Besser als irgendwie Files in der Dropbox zu verstecken. Wesentlich das besser. Auf jeden Fall. Das muss man jetzt auch mal sagen, also auch wieder mal Butter bei der Fische ganz einfach. Wie er es gemacht hat und jeder Film für sich, jede dieser Einführungen, ist toll inszeniert. Das kann man, will ich auch nicht in Abrede stellen, auch von der Optik her. Vor allen Dingen, weil er bei jedem Charakter die Optik wechselt, die Schnitttechnik ändert. Das hat er schon toll gemacht. Ich empfand's halt nur ein bisschen blöde, weil halt die Story so lange braucht. Aber das kann natürlich auch der dünnen Story geschuldet sein. Ne? Dass man ganz einfach, ich habe jetzt 2 Stunden Film, ich habe aber Story nur für 60 Minuten Film. Wie baue ich das aus dementsprechend? Sex mit Batman und Batgirl. Ja, ja. Also das ist schon ordentlich gemacht, wie das macht. Was mich ein bisschen gestört hat, ist aber auch wiederum diese Verwässerung, Deadshot. Also Will Smith will keine echten Killer spielen, also mache ich aus Deadshot, erst mache ich diese tolle Badass-Szene, ich habe Hurra geschrien, wie er diesen Auftragsmord begeht, um dann Schnitt um Schnitt, er ist mit seiner Tochter unterwegs. Und dann denke ich, was soll das bitteschön? Ich glaube, es liegt nicht an seiner Tochter, weil das ist ja in den Comics genauso. Es liegt an seiner weichen Charakterisierung. Also genau. Man kann ihm nicht zu 100% abnehmen, dass er wirklich so ein eiskalter Killer ist. Genau. Er spielt ja hauptsächlich seine weiche Seite nach vorne. Hm? Also er ist ja witzig, ja, wie Will Smith halt an und für sich auch ist. Und das ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Hm? Aber wenn ich das so vergleiche mit der Comic-Vorlage, dann sehe ich da schon eigentlich einen großen Unterschied zwischen den beiden. Also das haben sie bei Arrow in der Serie, wie er noch mitspielen durfte, tatsächlich besser gelöst. Da kommt er mieser rüber. Und das ist ja auch das, was ich erwarte. Natürlich darf er die Tochter haben, aber er kommt sehr weich rüber. Das ist halt, wo ich dann auch denke, ja, aber das ist dem Publikum geschuldet, das ist vielleicht dem Rating geschuldet, vielleicht ist es Will Smith geschuldet, vielleicht ist es generell der Tatsache geschuldet. Ja, eigentlich sind das ja alles Arschlöcher in dem Film. Warum soll ich mich mit denen identifizieren? Das ist tatsächlich ein Problem, was ich während des Betrachten des Films auch hatte, weil ich habe zwischendurch immer vergessen. Ich meine, Will Smith hat es ja selber gesagt im Film, ja, vergesst nicht, wir sind die Bösen hier. Hm? Ja, und mir ist es tatsächlich auch das öftere Mal entfallen, weil man, ja, ist ja eine nette Truppe letztendlich. Ist ja eine witzige Truppe. Ja. Zu Deadshot, wenn wir schon bei ihm sind, Ich mag Will Smith, er hat auch meiner Meinung nach die Rolle toll gespielt. Sie unterscheidet sich zwar von der Charakterisierung, meiner Meinung nach von der Comicfigur, aber für mich war er mit der unterhaltsamste Teil des Films. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich ihn gesehen habe. Ja, er hat mir die besten, also tatsächlich mit die besten Szenen spendiert bekommen, also auch von den Gags her. Das ist, daran merkt man auch, dass es ein bisschen auf Will Smith zugeschnitten worden ist, also so als, dass er der Star hinter der Produktion ist. War letztendlich, ja, hat's mir das auch gefallen, was sie da so gemacht haben. Die Charakterisierung ist jetzt nun mal leider so, aber er als Schauspieler hat die Rolle sehr gut ausgefüllt. Da kann man jetzt nichts Negatives drüber sagen. Da gab's auch gar nicht so viel negatives Feedback, oder Rico? Also, was wir alles vorher gehört haben, so von wegen Big Willy spielt hier Deadshot? Nee, überhaupt nicht. Die Leute waren eher froh, dass Will Smith mal wieder in einem Film mitspielt, wo sie ihn gern sehen. Genau. Und nicht, dass er seinen Sohn mit reinzieht. Oder? Ja. Weil man hätte ja auch weil seine Tochter für die Szene nehmen können, Willow oder keine Ahnung was. Und ja, ich mag halt Will Smith, ich bin mit Will Smith aufgewachsen, ja. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich dann eher drüber hinwegsehen, dass es mich nicht stört, dass er so zweidimensional ist wie in Arrow bis er in der letzten Staffel, wo er halt mitspielen darf. Der, also ich fand ihn schon, mir hat es schon, ich bin mir das auch abgekauft, dass er so mit sich hin und her dieses innere Konflikt und so. Ich fand es schon ganz ordentlich. Mhm. Gehen wir gleich weiter zu der zweiten Hauptdarstellerin, sage ich jetzt mal, also Dr. Harlene Quinzel. Harley Quinn, was haltet ihr von ihr? Wie ist sie umgesetzt worden? Also optisch muss ich sagen, hier Margot. Die Margot supi. Aber wie hat sie euch von der Charakterisierung gefallen? Meine Freundin hat gesagt, dass sie irgendwann genervt hat, dass sie die ganze Zeit sich so dumm stellt. Das hat meine Freundin auch gesagt. Ja. Und ich habe das nicht so gesehen irgendwie. Ich fand das irgendwie, mir hat das gefallen. Dann hat sie gesagt, wenn ich mich so anstellen würde, wäre es so sauer mit mir den ganzen Tag. Harley Quinn hat auf jeden Fall den meisten Fanservice im Film bekommen. So. Also das kann man gar nicht so sagen. Von ihren Kostümen, von allem, für ihre Entstehungsgeschichte, was man erfahren hat, hat für mich gereicht für den Film. Und ich bin aber trotzdem so, dass ich mehr sehen will. Und ich finde, das war die
meiner Ansicht nach eine sehr gute Besetzung der Rolle. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass ihre Origin-Story so ein bisschen abgehackt erzählt wurde, so in Sekundenbruchteile. Man musste ja die Augen offen halten, ja, um bestimmte Szenen zu sehen, die wir vorher in etwas längerer Form gesehen haben oder was wir von den Production-Stills gesehen haben. Da habe ich mir so ein bisschen mehr erwartet, dass wir so die Beziehung zwischen ihr und dem Joker dann, dass man da mehr reinwächst. So kam das schon sehr, ich habe es damals bei Batman wie Superman schon gesagt, kam mir das sehr Comic-Booky vor. Ich hätte es auch, das habe ich direkt nach dem Film gesagt, ich hätte es auch getauscht. Diese Tanzszene hätte ich ans Ende gepackt, wo sie dann nochmal zurückdenkt an ihn, und ich hätte diese ganze Entstehungsgeschichte hätte ich auf einmal gern gesehen. Weil sie kriegt ja zweimal einen Rückblick im Prinzip. Sie kriegt ja nochmal im Treppenhaus dann gegen Ende einen Rückblick. Der den Film auch schön ausbremst an der Stelle. Genau, und deshalb, mich hat es nicht gestört, dass man nicht gesehen hat, wie der Joker sie schlägt oder keine Ahnung was. Ich mochte die Beziehung, habe ich auch schon mal gesagt. Aber ich hätte es gern so als ein kompaktes Ding bei ihr gehabt. Ich hätte es auch ein bisschen mehr tiefgehender gern gesehen. Also ich meine, sich auf jeden so einen Psycho wie den Joker einzulassen, das muss man verstehen, warum das so ist. Ja, woher kommt diese Abhängigkeit, woher kommt diese Faszination? Wie schafft es der Joker, sie dazu zu überreden, ein Maschinengewehr zu besorgen? Ja, um dann aus dem Arkham Asylum dann eben auszubrechen. Wie fandet ihr es, dass Harley Quinn den Robin mitgetötet hat? Wird nur sehr kurz auf dieser Tafel erwähnt. Ja, genau. Also ich glaube, das impliziert, dass sie mit dabei war. Ja, also accomplished. Also dass sie mitgetötet hat. Wie nennt man das im Deutschen? Beihilfe zum Mord. Generell die Tafeln werde ich, das ist der Grund, warum ich mir die DVD auf jeden Fall kaufen werde. Ich will diese Tafeln nochmal lesen. Die sind zu schnell rumgegangen. Ja. Ja, Gerd, du noch eine Meinung zu Harley Quinn? Also was mir, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich hätte ein bisschen mehr von dieser Beziehung gesehen, gerne, zwischen Joker und ihr. Also warum sie das macht, das wird leider ein bisschen unklar. Was ich interessant finde, ist, es ist für mich die einzige Figur, der ich aber auch bis zum Schluss glaube, dass sie so ein psychopathisches Arschloch ist. Trotz alles Dummspielen, was sie macht, hat die immer so eine gewisse Art, am ersten, ich würde mal sagen, diesen Hang zum Selbstmord. Den sie danach verkörpert, dass sie eigentlich alles scheißegal ist und sie haut drauf, das hat mir schon ganz gut gefallen. Da hat sie auch die besten Szenen mit. Aber sagt, ihre Entstehung selbst ist leider viel zu abgehackt. Also ich denke mal auch, wenn man nicht Comic-Fan ist, hat man da so seine Schwierigkeiten mit. Wenn man das natürlich alles kennt, dann sagt man sich, aha, das ist so, das ist passt alles. Aber ansonsten fand ich ihre Darstellung recht gelungen, das kann man nicht anders sagen. Also ich habe es sie auf jeden Fall abgenommen. Aber auch da ist wieder mein Problem, man zeigt ja nicht wirklich, dass sie böse ist. Ne? Also das spart sich der Film ja leider komplett aus, ne? Die Leute bei ihren Taten zu zeigen. Ja, also auch gerade eben das, was du meintest, so, dass sie die durchgeknallte Person ist. Ich fand, das kam durch diese eine Szene, wo sie sich ihre Wünsche erfüllen konnten durch Enchantress und dann diese kleine Sequenz mit der Waschmaschine, mit dem Normalprogramm. Ja, und dann eben dieser glücklichen Szenerie mit dem Joker. Ja. Die mir etwas zu lang war, sie war ein bisschen zu sehr gestreckt, aber ich fand das, man kann sich direkt vorstellen, dass das in ihrem Hirn abgeht. Ja, vor allem, weil halt auch die Szene wieder so aufgelöst ist, Diablo sagt, das wollt ihr nicht, und wie sie dann lacht, oh, ich will das. Ja. Dann habe ich irgendwo den Kommentar drunter gelesen, in irgendeinem Forum, keine Ahnung, irgendwie so, ein Mädchen darf ja wohl noch träumen dürfen. Das fand ich irgendwie echt witzig. Gab es etwas, was euch an ihr nicht gefallen hat? Meine Freundin hat sich darüber gestört, dass sie die ganze in High Heels rumläuft und ihre ganze Kiste voll mit Klamotten und dann geht sie auf den Feldeinsatz in High Heels. Aber mich hat nicht wirklich was in ihr gestört, aber es ist auch Margot Robbie, der verzeih ich einiges. Ja, bei dir gab es auch nichts. Nein, also wie gesagt, es ist Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie, die den Film tragen. Das muss man auch also so sagen. Das ist einfach so. Dann gestützt durch kleinere Figuren, wie zum Beispiel Captain Boomerang, Jai Courtney, mein Freund aus Terminator. Ja, der kommt echt gut in dem Film rüber. Das ist das erste Mal, dass ich den mag in dem Film. Absolut. Also ich fand es nur sehr schade, dass er so selten vorkam. Also dass er wirklich so eine ganz kleine Sidekick-Rolle spielt. Ich habe mir einfach von ihm viel mehr dreckige Sprüche und dass er halt eben so dieses kantige, dreckige, edgy nennt man es, dass es so ein bisschen von ihm kommt. Und dafür war er einfach nicht präsent genug, meiner Meinung nach. Aber was er gemacht hat und was sie von ihm gezeigt haben, besonders sein Einhorn, finde ich super. Das Einhorn hätte ich gern.
kriegst du in jedem, glaube ich, in jedem Toys R Us, das ist auch My Little Pony oder so ähnlich. also ich auch, er war zu wenig zu sehen und hatte zu wenig zu tun. Das ist das Problem. Ich hoffe, wir sehen ihn im Flash-Film wieder. Meinst du, dass er da funktionieren kann? Er kann auf jeden Fall auftauchen im Flash-Film. Oder generell will ich mehr von ihm sehen. So, ich habe das allgemein bei keinem der Figuren, ich möchte eigentlich außer hier Cara Delevingne, würde ich gerne alle wiedersehen, weil ich alle unglaublich gut fand. Ja, ich fand das aber sehr gut gelöst, dass man ihn vom Flash fangen lässt, weil dann hat man das Thema Boomerang und Flash an und für sich abgehakt. Ja? Man muss ihn nicht mehr zu irgendeinem Gegner zwingen, den er nicht darstellen kann, ja, aufgrund seiner Fähigkeiten, behaupte ich jetzt einfach mal, weil das dann in einem Film, was im Comic vielleicht noch funktioniert, aber vielleicht im Film nicht, dass man dann das Thema, ja, tatsächlich einen Haken hintersetzen kann. Ja, er war ein Gegner von Flash und das war's. Killer Croc, ein Batman-Gegner. Ich fand's erstmal richtig cool, dass er mit Maske und so gemacht wurde. Also optisch fand ich ihn richtig gut umgesetzt. Hat mich auch so ein, war auch nicht so ein 5 Meter großes Monstrum. Ah, das hätte ich mir schon gewünscht, dass er größer ist. Wirklich? Ich fand die Proportionen nicht so wirklich überzeugend. Also es sah ein bisschen komisch aus, als er seinen Tanktop zerrissen hat und da dann so komische Treppe runterkraxelt. Das sah schon ein bisschen komisch aus. Also ich meine, generell ist er wunderschön. Ja, das, aber so das Ganze so drumherum, also das, die Gesichtspartie hat mir super gefallen. Und auch so, der hat mich halt so, also von der Größe her, der Animated Series war der auch nicht übermenschlich groß. Und da hat er mir schon gut gefallen. Und das fand ich dort halt auch. Also, der auch sein, wie er sich selber wunderschön findet. Ich hätte gern ein bisschen mehr Angst vor ihm gehabt. Also, er war ja auch so ein bisschen der Stichwortgeber, wenn man so möchte. So eine richtige Bedrohung, allein seine Präsenz, die habe ich jetzt dann nicht wirklich vernommen. Und das hätte ich mir von Killer Croc schon erwartet. Und dass man ihn dann so ein bisschen in Anführungszeichen verniedlicht, fand ich dann auch nicht so dolle. Also es ist eigentlich das gleiche Problem wie bei Deadshot. Ich bin erstmal bei dir. Ich fand ihn überhaupt nicht bedrohlich genug. Also ich bin jetzt auch ein bisschen versaut durch Arkham Asylum in dem Spiel. Ne? So hätte ich mir einen Killer Croc gewünscht. Generell muss ich ganz ehrlich sagen, der grinst die meiste Zeit in die Kamera, damit man seine Zähne sieht. Hätte man sich die Figur auch sparen können. Ich fand das gerade am Ende, wenn dann versucht wird, diese Hero-Momente zu spendieren, das war für mich schon viel zu spät, weil ich für diese Figur weder, ich habe überhaupt kein Gespür für diese Figur bekommen in dem Film. Die ist mir sowas von egal geworden im Laufe der Handlung. Der sieht zwar toll aus, das Make-up haben sie auch sicherlich gelöst, aber er ist nicht groß genug, er ist nicht bedrohlich genug. Ja, warum ist er dabei? Da hätte ich irgendeine Szene gebraucht, wo man auch dieses Brutale, dieses Animalische von ihm hätte zeigen müssen, was ihn so gefährlich macht. Er ist der Einzige, der die Köpfe abbeißt von den Gegnern. Naja, ursprünglich war ja geplant, dass das King Shark sein sollte. Hat man aber dann sein lassen, weil man dafür zu viele CGI-Effekte gebraucht hätte. Und King Shark geht ja auch nicht gerade sehr zimperlich mit seinen Gegnern um. R-Rating ist Shirley Trapsen oder so ähnlich. Oder was? Nein, aber ich fand die Figur einfach tatsächlich überflüssig. Also wie gesagt, man hätte sie auch nicht im Film haben müssen. Das hätte dem Film weder geschadet noch genutzt. Aber vielleicht ist es auch die einzige Chance für Killer Croc überhaupt mal in einer Realverfilmung gesehen zu werden. Außer es kommt dann irgendwann dieser Arkham Rumble in the Jungle Film mit Batman. Ja, das kann sein. Wo alle Gegner aufgetaucht, dann könnte man ihn wieder benutzen. Aber er ist halt ähnlich wie Captain Boomerang kein Gegner, glaube ich, den man im ganzen Film spendieren kann. So, dann hast du schon recht, wenn du sagst, vielleicht haben wir lieber so mal einen Film drin und wir haben meiner Ansicht nach nicht eine schlechte Version von ihm. Klar wäre so ein 3 Meter großer CGI-Killer-Cook auch cool gewesen, aber der hätte den Film einfach nicht dazu gepasst. Ja, ich denke mal, der wird als wahrscheinlich eher so als Henchman fungieren von so einem Joker, der ihn anleitet, so als Auftragskiller, den man dabei hat, der die schmutzige Arbeit erledigt. Da wird er ganz gut fungieren, aber nicht als Hauptgegner, das ist schon klar. Dann kommen wir zu Katana. Hurra. Tja. Hey, sie hat ein Schwert, wo ja die Seele ihres Mannes drin ist. Und warum zeigt man das nicht? Warum schneidet man diese Szene raus? Ja. Wurde die gemacht? Ja, sicher. In den Trailern hat man gesehen, wie sie dasteht mit ihrem Schwert. Ja. Und wie dann da die Seelen in dem Schwert raus oder reinfliegen. Ja? Man spricht 2 oder 3 Mal darüber, dass dieses Schwert die Seele beinhaltet von ihrem Mann und dass dieses Schwert sonst irgendwie was kann. Und man zeigt es nicht. Aber generell den Charakter, glaube ich, auch
verbrannt. Also den, der trägt nicht, nicht wirklich viel bei. Er ist halt mit dabei, um noch eine weitere Figur aus dem Universum mit dabei zu haben. Aber so wirklich viel erfährt man von ihr nicht. Es gibt diese kleine Rückblende eben. Aber sie trägt jetzt auch nicht der Gruppe groß was bei. Also verbrannt würde ich nicht sagen, aber halt ein bisschen unnütz in den Raum geschmissen. Da hätte man noch mehr draus machen können. Weil sie ja wirklich, Killer Croc hat ja wesentlich noch seine Daseinsberechtigung zum Schluss, indem er tauchen darf. Aber sie hat ja nur die... Das Einzige, was sie ihr macht, ist ihr Schwert Harlequin geben. So. Apropos verbrannt, El Diablo. Oh, der geiler Übergang, oder? Der, ja. Der richtig gut. Aber für mich die Überraschung des Films, total, was die Figur angeht, also dass man gerade ihn nimmt, um ihn praktisch aufzuladen, um ihn mit dem Publikum zu verbinden. Gerd, ist das gelungen? Das ist die beste Szene des Films, die Bar-Szene, wo die ihn im Vordergrund stellen. Das ist die einzige Szene in dem Film, wo wirklich Dialog und Interaktion zwischen den Figuren stattfindet. Und deswegen funktioniert tatsächlich dieser Opfertod am Ende auch von ihm. Weil das ist das einzige Mal in dem Film, dass ich ein Gespür dafür bekomme, was auch für eine Tragik dahinter steckt, ein Metawesen zu sein. Also das ist auch dieser Ansatz, den Batman vor Superman und Man of Steel hat. Den erkenne ich in dieser einen Szene. Das ist auch die beste Dialogszene von Harley Quinn, weil man da ihr wirklich anmerkt, was dahinter steckt. Was steckt dahinter? Ja, dieser Wahnsinn, weil sie ist ja die Einzige, die sofort begreift, dass er seine Kinder getötet hat. Ich habe das, meine Freundin hat es gemeint, dass der Film so ein paar Mal darauf hindeutet, auch mit der Schlussszene, ob Harley Quinn nicht mal schwanger war oder nicht mehr schwanger sein kann oder irgendwie, dass sie selber, weil deshalb sie da auch so drauf reagiert in dem Moment. Also in der Darstellung kann man das davon irgendwie schon fast, also auf diesen Gedanken kommen. Also ich hatte mir auch diesen Gedanken gemacht, dass da irgendwas eine Rolle spielt, weil sie so darauf reagiert. Aber sag mal, für mich war das diese Szene, und das ist, wo die den Film für mich auch rettet. Weil da hatte ich Gänsehaut. In dieser Barsequenz, da hatte ich wirklich Gänsehaut, weil die Dialoge waren toll, die Figuren waren toll und wie sich dieses Dilemma langsam aufbaut und plötzlich einem klar wird, der hat seine Frau und seine Kinder verbrannt. Der ist damit nicht klargekommen. Super. Ja, auch schön inszeniert mit dem Feuer, was die Story weitererzählt, dieses tänzelnde Feuer, was dann erstickt unter dem Glas. Mhm. Toll gemacht. Vor allem, wie er es auch die ganze Zeit anguckt. Man sieht ja öfters die Szene, wie er so seine Frau da tanzen lässt quasi nochmal. Oder wie er dann. Also ich bin davon ausgegangen, dass seine Frau halt sein soll. Ja. Wenn wir schon bei der Bar-Szene sind, da macht ja auch Captain Boomerang dann seinen Abgang, schnappt sich ein paar Dosen Bier und haut ab. Aber nur um ein paar Minuten später dann wieder zur Suicide Squad dazuzustoßen. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte man anders machen können. Ich meine, er kommt ja ohne Grund wieder zurück. Ja, es wäre toll gewesen, wenn er einen Grund gehabt hätte, wieder zur Truppe zu stoßen. Ja, oder halt eben für den Rest des Films einfach mal zu verschwinden und sie ergreifen ihn am Schluss dann trotzdem noch. Irgendwie sowas, was halt zu ihm passt, so dieses leicht tapsig-idiotische, hätte da eben ein bisschen anders da gewünscht. Wirklich gut, wie er wegläuft mit den Bieren und sich dann noch so ein paar schnappt und wegrennt. Ja. Und da hätte ich mir zumindest irgendwas gewünscht, keine Ahnung, was weiß ich. Und wenn es nur sein blödes Pony gewesen wäre, warum er wiederkommt, aber ja, keine Ahnung. Nein, hätte ich super gefunden. Man hat dieses Gefühl, er kommt wieder, weil auch er seinen Hero-Moment braucht. So nach dem Motto, ey, wir sind jetzt im Finale, jetzt müssen wir jeden unserer Figuren noch einen tollen Hero-Moment spendieren, deswegen kommt er zurück. Die Motivation ist mir auch klar. Ich hätte es auch besser gefunden. Er wäre wirklich, hätte einen Abgang gemacht. Oder hätte sein Einhorn kurz angeguckt und dann wäre er umgedreht. Das hätte mir auch schon gereicht. Einen Abgang gemacht hat er auch Slipknot, einen recht frühen. Wieder ein toller Übergang. Ja. Ja, der war so schnell da, wie er weg war. Ja, und ich glaube, mehr sollte die Figur auch gar nicht machen. Sie war eigentlich nur dafür da, um zu zeigen, was für eine Konsequenz letztendlich den Figuren droht, falls sie flüchten sollten. Aber generell fand ich es cool, dass er von Captain Boomerang dazu animiert wird. Meint ihr, Captain Boomerang hat das absichtlich gemacht? Also, das ist definitiv, würde ich mal sagen, eine kleine Intrige von Captain Boomerang, weil er will halt einfach wissen, was passiert. Er will ausloten, ja, ob es sich lohnt. Er will es ausloten und er animiert ihn, bist du mit dabei und er wartet ja wirklich ab. Er guckt ja erstmal, was passiert. Also er flieht ja nicht in dem Moment, sondern er guckt erstmal. Und deswegen denke ich mal, das war schon volle Absicht. Scheinbar in den Comics verliert Slipknot wegen Captain Boomerang auch seinen Arm oder sein Bein oder so. Das habe ich letztens gelesen. In der tollen Faktenflut Suicide Squad. Aber hättet ihr jetzt auch noch ganz ein Einführungsvideo von Slipknot gehabt, um dass das Ganze runter wirkt?
Also ich sag mal so, da der Charakter ja gar nicht darauf angelegt war, dass man irgendeine Art von Gefühl für ihn entwickelt, kann man sich die Einführung tatsächlich sparen. Es wäre natürlich, sag mal, dramatischer rübergekommen, wenn ich jetzt einen Charakter hätte sterben lassen, für so eine Szene, den man schon lieb gewonnen hat. Das ist ja auch wieder dieses klassische Beispiel, Glorreichen 7, wo die Figuren halt alle einem ins Herz gewachsen sind und wenn sie dann sterben, dann tut einem das auch weh. Aber hier, ja, es war eigentlich ein etwas müder Gag, den man präsentiert hat, aber dafür reicht's, da brauche ich keine Einführung. Aber generell kann ich den Impuls, ich bin auch ein Freund von Symmetrie und ich bitte, wäre schon cool gewesen, dann von jedem so ein kurzes Video. Ich meine, die anderen haben auch nur ein 3-Sekunden-Video bekommen. Mhm. Und er ist dann auf einmal da. So, dass ich kann schon nachvollziehen, warum Leute da irgendwie denken, da hätte man auch diese 5 Sekunden noch mehr opfern können irgendwie und hätte es dann runder gemacht an sich. Runden wir das Ganze mal ab mit Rick Flag. Ich war ja nicht so ein Fan von Joel Kinnaman davor. Auch dieser Robocop-Film hat mir nicht so gefallen. Aber ich habe hier nicht einmal gedacht, Mann, schade, dass es nicht Tom Hardy die Rolle gespielt hat. Ich habe mir ständig versucht, das vorzustellen. Hätte der eurer Meinung nach reingepasst? Also Tom Hardy als Rick Flag, der ja ursprünglich die Rolle angeboten bekam, aber aus Zeitgründen dann absagen musste? Vorstellen hätte ich mir das schon können, aber dann hätten wir den Film auch ganz klar auf ihn zuschneiden müssen. Das wäre ein anderer Ton gewesen, ne? Ja, das hätte gar nicht anders funktioniert, weil das ist ja, was ich sage. Dann hätte man Tom Hardy erst zur Hauptfigur machen müssen und die anderen sind halt dann der Trupp, der dazugehört, auch mit seinen Einführungen. Aber dann hätte man den Film komplett auf ihn anlegen müssen. Dann hätte Tom Hardy das wahrscheinlich sogar super gemacht. Also ich fand, Joel Kinnaman hat es schon wirklich gut gemacht. So. Und ich habe doch wirklich in den Szenen, wo er selber so nicht gerade gewusst hat, wo oben und unten ist, habe ich ihm schon abgekauft. Und für die Rolle hätte man es entweder anpassen müssen, aber ich habe ihn jetzt nicht vermisst. Also der ein oder andere hatte gemeint, dass Rick Flag hier so ein bisschen wie der Trottel rüberkam, eben weil er eben auch unter der Fuchtel von Waller war und mehr oder weniger eher mit Enchantress zusammengebracht wurde. Eigentlich auch nur ein Köder für alles war. Das war ich, ja. Das hat mir sehr missfallen. Also ich sag mal so, die Idee ist ja gar nicht schlecht. Das kann ja auch der Plan gewesen sein. Aber das kam in dem Moment rüber, wo sie das erzählt und es passierte das, was ich geplant hatte, was passieren musste. Er verliebt sich in sie. Da habe ich gedacht, oh Mann. Obwohl, mich hat es ein bisschen an die an eine Justice League Folge aus der Animated Series erinnert, in der Amanda Waller über Batman erzählt. Also das ist die Folge, in der Batman Beyond praktisch abgeschlossen wird. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt. Ja, ich kenne sie. Für mich eine der Lieblingsfolgen. Ja. Und da erzählt Amanda Waller eben auch, wie sie eigentlich alles geplant hatte. Also die Ermordung der Eltern von Terry McGinnis. Und dass das eigentlich alles geplant war, weil man einen Nachfolger für Batman brauchte. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass sie da so alles unter Kontrolle hatte und alles so geplant hatte und es alles so kam, wie sie sich's gewünscht hat. Ja, aber es ist nicht sehr hilfreich für den Charakter. Wohl wahr. Aber für Amanda Waller. Sprechen wir über sie. Viola Davis. Perfektes Casting. Ja. Mit einer der geilsten Szenen war wirklich, wie sie ihre Mitarbeiter erschossen hat und dann so ganz trocken sagt, die hatten alle keine Clearance für diesen Bereich. Da habe ich gedacht, wow, wie scheiße ist die drauf? Nee, die hat es wirklich großartig gemacht. Ja. Und es ist genau die Amanda Waller, wie ich sie aus den Comics kenne, wie ich sie in der Animated Series gesehen habe, wo ich sie eigentlich in jedem Medium gesehen habe. Also da haben sie wirklich den richtigen Ton mit ihr getroffen, die richtige Schauspielerin. Ich meine, das kann, man kennt sie ja auch aus anderen Rollen. Und da hat sie wirklich so eine Wandlung vorgenommen, wo ich sage, wow, Respekt, Lady, jemanden so zu spielen. Ja. Mutig. Es war wirklich sehr, 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 sehr gut. Auch ihre Einführung war cool, wie sie dann so reinläuft in dieses Restaurant. Hat mir sehr gut gefallen. Wobei, ich glaube, in den ersten Trailer, den wir gesehen haben, da war die Einführung noch anders. Ich glaube, die gesamte Szene ist neu gedreht worden in dem Restaurant. Das wahrscheinlich, weil es ursprünglich nicht geplant war, dass sie alle diese Figuren vorstellt. Weil wir erinnern uns vielleicht, in einem dieser Trailer war es nämlich noch Rick Flag, der alle Figuren vorgelesen hatte. Ja, Deadshot, der erschießt Leute, sie ist einfach verrückt und du bist eine Hexe. Ja. Und das kam ja gar nicht vor im Film. Und jetzt hatte sie praktisch die Aufgabe, alle Figuren einzuführen. Was ich jetzt als Idee gar nicht so schlecht fand. Weil, ich meine, sie hatte die ganzen Akten. Sie möchte ja eben diese Taskforce zusammenstellen. Das ist schon, ja, das haben sie schon gut gelöst mit ihr. Ich sag, generell ist die Figur absolut passend besetzt, getroffen. Das ist, glaube ich, die einzige Figur, bei der man wirklich sagen kann, sie entspricht ihrem Vorbild.
Was allerdings auffällt, ist, wie böse sie eigentlich rüberkommt. Das ist, manchmal hat man ja wirklich ein Problem damit, warum sie sie überhaupt noch retten zum Schluss. Also, aber dass man sie am Schluss dann nochmal mit so einem weichen Kern dargestellt hat, also den Leuten dann doch noch was gegönnt hat. Das, die Espresso-Maschine, das war ja wohl genial. Aber wieso hat Boomerang nichts bekommen? Ja, der hat irgendwie nicht drauf gehofft. Der wollte irgendwie verhandeln, glaube ich. So irgendwie. Der hat nichts gefordert. Nein, der hat nichts gefordert und hat gesagt, es ist ja alles ein Witz und 10 Jahre von dreimal lebenslänglich ist ja gar nichts und deswegen hat er nichts bekommen. Wen hätten wir denn noch? Niemand kleineres, so mit grünen Haaren. Ach so, ja, wollen wir schon über den Joker sprechen? Ja, gerne. Oder über den Gegner. Ja, über den Joker. Doch, über den Joker. Bernd, wie fandest du denn den Joker? Wie ich schon gesagt habe eingangs, also so hundertprozentig überzeugt hat mich das nicht. Es gab für mich eine Szene, die für mich eine Joker-Szene war. Und das war, als der eine aus Belrief überredet wurde, in Anführungszeichen, eben das Handy nach Belrief dann eben zu schmuggeln. Das war für mich eine Szene, da hatte ich Angst vor diesem Typen. Und da fand ich das perfekt gespielt. Alles andere war mir eine Spur zu drüber. Das war mir, ich wiederhole mich, zu Comic-Booky. Ich kann es nicht anders sagen, als dass es mir einfach etwas zu viel war. Und am meisten gestört hat mich, glaube ich, die Sequenz in dem Club, in dem Nachtclub, in dem Harley dann tanzen sollte. Und das war mir, also ich weiß nicht, was das war. Das war mir etwas zu... Ich weiß es nicht. Ich möchte ihn ja noch nicht mehr vergleichen mit Jack Nicholson oder mit Heath Ledger oder sowas. Ja, das kann man ja auch irgendwie gar nicht. Aber irgendwie trifft das nicht meine Vorstellung vom Joker. Wie ging es euch denn dabei? Ich glaube, Rico, dir hat er gut gefallen. Ja, ich habe den ja von Anfang an, hat er bei mir irgendein Stein im Brett gehabt, weil ich finde, das sah cool aus, weil ich Jared Leto eigentlich als Person vielleicht weniger, aber die Filme, die er gemacht hat und wie man es bisher gesehen hat, fand ich eigentlich immer ganz sympathisch. Und mir hat der Joker gefallen. Ich fand dieses Overactete passt halt zu ihm irgendwie, zu einer Figur wie dem Joker. Ich finde, wie er sich gibt im Film und wie er auch dieses, ja, wie er da kommen quasi, wo er seine Harley Quinn herholt und dann dieses Duo an sich funktioniert halt gut. Das Problem ist halt, du siehst halt zu wenig vom Joker, um ihn mit irgendeinem anderen zu vergleichen, weil in anderen Filmen war der Joker immer der Hauptbösewicht und hier ist er ein Side-Charakter zur Harley Quinn. So, irgendwie. Was wir geändert haben, ich meine, im Endeffekt, da sieht man nicht viel Neues von ihm. Und was man geändert hat, war die Beziehung zu Harlequin. Die hat mir gut gefallen. Das Optische, da kann man sich zu überstreiten. Im einen wird es mehr gefallen, im anderen weniger. Aber ich fand schon, dass er einen guten Joker gemacht hat, optisch. Und das andere muss man sehen. Aber gerade die Szene, wo du gesagt hast, wo er da wie so ein Aal oder wie so ein Raubtier um diesen Gefängnisinsassen da drumherum so, und er sich auf seinen Schoß gesetzt hat mit seinem Mundtattoo, was ich immer schon ziemlich cool finde, wenn er das so vor seinen Mund hält. Diese Hand, sein Handtattoo. Das hat mir schon so gefallen, also ich fand es schon toll. Im Englischen kommt er wirklich besser rüber. Also im Deutschen war ich auch noch so ein bisschen, aber als ich dann Englisch gehört habe, das passt einfach besser und ich bin normal nicht so, aber. Wie ist das denn im Original? Also im Deutschen hat er ja so gesprochen, ja, als hätte er halt eben diesen Grill an den Zähnen. Was? Das hat er im Englischen auch, aber da wirkt es halt, da kommt es halt nicht so rüber, als ob es jemand nachgemacht hat, sondern da ist es halt einfach so. Ja. Da redet er halt mit Grills in den Zähnen. Ja, und er ist im Englischen auch, spricht er nicht so tief. In der deutschen Synchro ist er so tief, das passt überhaupt nicht. Der ist halt aufgedrehter. Der wird viel aufgedrehter im Englischen. Und auch wenn er dann dieses Show Intense, das klingt einfach viel cooler, wie wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, es passt halt einfach. Man merkt halt, dass sie halt ganz viele Probleme hatten, dieses einzudeutschen. Deshalb gab es auch so, meines Erachtens nach, die Trailer nicht alle auf in gut übersetzt. Gerade auch das, was bei Deadshot hat man das gesehen, kein Geld, kein Held. Und hier beim Joker sieht man das halt auch, dass die Joker-Sachen halt nicht so gut funktionieren im Deutschen, meiner Ansicht nach. Ja, ich glaube, das ist ein generelles Problem der deutschen Synchro, gerade bei dem Film. Also all die Sprüche sind schwer zu übersetzen, sodass sie im Deutschen dann noch cool klingen, was sie wahrscheinlich in der Originalfassung tun. Ja, das ist so. Ich bin auf jeden Fall aus dem Film raus. Ich habe da Skat auch, sie ist auch ähnlich, ich wollte mehr vom Joker sehen. So, ich wollte mehr von ihm haben irgendwie. Das, was ich gesehen habe, hat mir nicht gereicht, um einen letztendlichen
ein Fazit zu ziehen, ob er mir jetzt, wie er mir jetzt gefällt, wie ich ihn einordnen würde. Was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Das hat dir auch gefallen, Gerd? Ja, also der Joker ist für mich auch eines der Highlights in dem Film. Was mir erstmal sehr gut gefallen hat, das war diese Idee, hier ansatzweise zu zeigen, dass der Joker ein Krimineller ist, der also einen Club hat, der mit Drogen handelt, weil das ist ja immer die Frage, die man sich sonst in den Comics stellt, da scheinen die Bösewichter gerade hier im Batman-Universum auch alles verkappte Milliardäre zu sein, was die an Equipment auffahren, um Batman um die Ecke zu bringen, da fragt man sich ja immer, wo es herkommt, sondern hier wird erstmal so angedeutet, der Typ ist ein Gangster, der handelt mit Drogen und ja, das ist schon mal sehr glaubhaft. Was mir sehr gut gefallen, und das stimmt, das kommt in der deutschen Fassung überhaupt nicht drüber, das ist das Gefährliche von ihm. Weil im Englischen habe ich immer diesen Eindruck, der ist halt nicht nur wahnsinnig, sondern der kontrolliert seinen Wahnsinn und bringt ihn halt hervor, wenn er ihn braucht. Der kann aber auch anders. Und das kommt im deutschen Dialog überhaupt nicht rüber von ihm. Im Englischen, seine Betonung, der ganze Tonfall, der liegt einem nahe. Ja, klar ist der Typ durchgeknallt, aber der kann seinen Wahnsinn kontrollieren. Das bringt die Deutsche überhaupt nicht rüber. Und vor ihm haben auch alle Angst. So. Ja, ne, und er macht auch wesentlich, das stimmt, der ist wirkt wesentlich furchteinflößender im Englischen als im Deutschen. Also da habt der größten Mankos der deutschen Synchro ist wirklich, also seine Rolle, die funktioniert gar nicht. Das ist das Tragische. Ansonsten leider zu wenig. Ich hätte halt auch sehr gerne mehr von ihm gesehen. Und hoffe da jetzt einfach auf den Batman-Solo-Film, dass er da entsprechend also sich auch präsentieren kann. Grundsätzlich hätte es ihn für den Film gebraucht? Ihn braucht es zur Entstehung von Harley Quinn. Ich glaube, Harley Quinn entstehen zu lassen ohne Joker ist schon schwierig. Darüber hinaus? Man hätte mehr mit ihm machen können. Das Ding ist halt aber, da bin ich vorher nicht drauf gekommen, weil Skyler das gesagt hat, macht es halt Sinn, hättest du halt ihn irgendwie so ein bisschen Enchantress beeinflussen lassen, was gut funktioniert. Ich kann mir auch richtig gut sehen, wie er so um Enchantress drum rumläuft und sie dann so ein bisschen beeinflusst und keine Ahnung was. Das hätte man schon machen können. Aber dann hätte er halt einfach Jared Leto, einfach Carol Delevingne dermaßen die Show gestohlen, dass sich danach jeder gefragt hat, für was braucht er überhaupt die Hexe? Hätte auch einfach einen Raketenwerfer nehmen können. Ja. Im Prinzip im Film, Amanda Waller ist böser als der Bösewicht, der Joker ist böser als der Bösewicht des Films. Das hat kein Marvel-Film hinbekommen, irgendwie auch nur einen zweiten guten Bösewicht nach Loki zu bringen. Bis heute nicht. Und du hast hier einen Film mit zwei wirklich guten Bösewichten und nimmst dann Enchantress. Warum? So. Ja. Also ich habe mir schon gedacht, dass man eigentlich den Joker aus dieser Hauptstory hätte rausnehmen können. Ich hätte es dann vielleicht auch cool gefunden, dass man ihn bei der Entstehung von Harley Quinn sieht. Und dann nochmal am Schluss, wie er sie dann eben aus dem Gefängnis befreit. Ich hätte ihn nicht für die Hauptstory gebraucht. Ich weiß, zumindest in dieser Schnittfassung, nicht, was seine eigentliche Rolle in der Hauptstory zu suchen hat. Er will halt Harley Quinn befreien. Mehr macht er nicht. Ihm geht es ja nur darum, Harley Quinn zu holen. Also ich glaube, was da ein bisschen verloren geht, ist einfach, dieser Subplot ist schon interessant, weil man versucht ja damit mit Harley Quinn in der Truppe diesen ambivalenten Charakter einzuführen, was ja auch im Film dann passiert, ne, wo sie sich dann auch erstmal abhaut mit dem Hubschrauber. Dafür ist er schon wichtig, dass er da mitspielt, weil ansonsten würde das ja gar nicht passieren. Also ich meine, selbst dieser Hubschrauberabsturz, ich meine, wofür? Was hat dieser Plot mit dem Joker und dass er Harley gerne befreien möchte, was trägt das dieser Story bei? Na, zum Schluss halt, dass sie halt nochmal hingeht und sagt, Lady, I lost my pudding. Can you bring it back? Genau. Und sie glaubt halt. Also die Enchantress glaubt es ja in dem Moment. Ja, aber das hätte man doch auch mit dieser Entstehungsgeschichte und so weiter, hätte man einen Haken dahinter setzen können. Aber ich fand ihn jetzt nicht störend so rum halt. Also du störst dich ja ein bisschen dran, dass er noch drin war im Film. Ja. Und das fand ich jetzt nicht, weil ich das schon für diese Beziehung, die jetzt halt aufgebaut wird zwischen den beiden, fand ich das dann schon irgendwie cool, dass er dann halt auch sich drum kümmert, oder dass er sich um sie kümmert irgendwie, dass er halt auch sie befreien möchte. Und das ist das Erste, was er macht, als Batman sie festnimmt, fragt er seinen Typen, der vielleicht auch eine bekannte Comicfigur ist, der im Anzug, wo sie ist. Und er sagt dann, sie ist irgendwo im Sumpf von Nevada, aber wir versuchen mehr herauszufinden und so. Also generell fand ich es schon schön, dass man noch so einen kleinen Subplot hat, neben dieser Flucht aus New York-Geschichte. Ich finde, das nimmt halt der Story das Tempo raus, weil wir dann immer hin und her wechseln zwischen den Szenarien und eben nur dafür, dass Harley Quinn nicht zu ihrem Joker zurückkommt?
Das ist das Problem, dass dieser Subplot halt nicht ausgespielt wird. Das ist das, was ich wieder sage. Wir haben, du hast schon recht. Wenn ich jetzt mal die Hauptstory des Films nehme, könnte ich den Joker-Subplot tatsächlich rausnehmen, weil Enchantress will ja die Welt zerstören und nicht der Joker. Hätte ich diesen Film eine Nummer kleiner inszeniert, hätte den Joker im Hintergrund als den Bösewicht präsentiert, an dem er erstmal nicht rankommt, dann hätte dieser Subplot besser funktioniert. So ist er jetzt halt nur ein Beiwerk, was ich auch für die Charakterisierung für Harley Quinn eigentlich interessant finde, auch diese kleine Flucht, die dann erstmal dargestellt wird. Aber du hast recht, sie ist für die Hauptstory nicht wirklich notwendig. Das stimmt schon. Also der Joker sollte ja noch weiter vorkommen in dieser Story. Also erstmal war es ja so, dass, wie es jetzt im Film rüberkommt, dass er Harley ja nochmal gerettet hat, indem er sie aus dem Hubschrauber geschubst hat. Sollte eigentlich so sein, dass er sie eigentlich die ganze Zeit immer nur loswerden wollte und sie dann auch rausgeschubst hat, um sie zu töten letztendlich. Und er tauchte dann nochmal im Finale auf. Dann wollte er sie dann nochmal überreden, mit ihm mitzukommen. Sie aber dann sich dafür entschieden hat, bei ihren neuen Freunden zu bleiben. Ja, das ist dieses Bild mit diesem verbrannten Gesicht, was da und im Trailer, was wir halt. Aber warum will er, macht er das alles, um sie dann loswerden zu wollen? Das soll anscheinend öfters in dem Film die Thematik sein. Auch, dass er sie in den Bottich geworfen hat, war eigentlich erst so gedacht, dass er sie loswerden wollte. Habe ich gelesen. Das heißt, im Prinzip wäre das die Charakterisierung halt aus der Animated Series oder auch dem Comic, wo das eine Hassliebe ist. Genau. Ja, die hat man halt dann halt gestrichen. Ich mag so ehrlich gesagt. Ich bin da so ein kleiner Romantiker. Nee, Quatsch, mir hat es wirklich gut gefallen, das Ganze zwischen den beiden. Und deshalb hat es mich auch, natürlich hättest du ihn rausnehmen können. Du hättest auch nur die einfachen Joker mitnehmen können und dann hättest du den Joker halt für irgendwas anderes aufheben können. Du hättest aber genauso gut den Joker einfach auch als Bösewicht des Films machen können. Hast du halt beides nicht bekommen, du hast halt den Joker nur im Hintergrund bekommen und ich mochte die beiden. Genau das ist es, glaube ich, was mich stört. Dieses Gewicht, was man nicht einordnen kann. Er ist weder der Hauptgegner, aber er ist so eine präsente Figur. Und diese präsente Figur wird nicht komplett ausgespielt. Ja. Man hätte so viel mehr mit ihr machen können. Wie gesagt, man hätte sie zum Hauptgegner machen können oder sonst irgendwie was. Aber hier haben wir irgendwie so, der Joker ist viel mit dabei, ist aber nicht der Hauptgegner, sondern halt eben hier Zool. Ja, Zool, ganz genau, Zool. Und dafür finde ich es ein bisschen verschwendet. Deswegen hätte ich ihn lieber punktueller gesetzt. Mir hätte es bei der Einführung gereicht, um Harley Quinn zu verstehen, wie sie zu dem wurde, was sie ist, was sie für eine verrückte Beziehung zum Joker hat und den Joker dann ganz am Schluss nochmal auftauchen lassen, so wie es im Film dann eben auch war, dass er sie dann eben als Squad-Team dann befreit. Das hätte mir vollkommen gereicht. Und so findet für mich kein Gleichgewicht für seine Rolle statt. Und das kann dem Schnitt geschuldet sein. Vielleicht hätte das alles ganz anders gewirkt. Es wirkt für mich so, als ob das Skript nie ganz ausgereift war. Also es wirkt für mich immer so, dass man während des Drehs an dem Skript rumgedoktert hat, das umgeschrieben hat, wieder Szenen neu gedreht hat. Das ist, was ich an diesem Film ja auch so ein bisschen bemängel. Der kommt einem manchmal vor wie so ein Baukasten. Mit diesen ganzen Elementen, die er hat, die einzeln für sich gesehen funktionieren, aber im Gesamtfluss den Film immer wieder stören und unterbrechen. Als ob da zum Schluss hat man da gestanden und hat gesagt, okay, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Jetzt müssen wir halt irgendwie einen vernünftigen Film daraus zusammenbekommen. Die Frage ist halt, hätte man da schon früher vielleicht eine Bremse ziehen müssen oder früher schon was anders machen müssen, weil so wie die halt von Anfang an den Joker promotet haben, der Joker war das erste Bild, das er von dem Film gesehen hat, oder? Zum 75-jährigen Jubiläum der Figur. Weil das erste, was man gesehen hat, ist Jared Leto. Und ich denke, ab da musste man den Joker im Film zeigen, so, und nicht nur zur Entstehungsgeschichte von Harley Quinn. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, sie haben den Joker schon gebraucht als Zugpferd. Ich meine, wir sprechen hier von Figuren, die kein Mensch da draußen kennt. Ja. Aber und dann, die einzige Figur, die man kennt, ist der Joker. Und natürlich muss der im Marketing dann eine große Rolle spielen. Das ist eine ganz normale Logik. Sonst hätten sich wahrscheinlich die meisten Leute diesen Film nicht angeguckt. Aber warum ist er dann nicht wirklich im Film drin? Also warum dann nicht wirklich als großen Bösewicht? Da könnte tatsächlich ein größerer Plan dahinter stecken. Wie wir schon vorher gesagt haben, vielleicht muss er für einen Batman-Film aufgehoben werden. Ich weiß es nicht, aber er hätte für viel mehr getaugt. Ja, das ist, wie gesagt, ich weiß nicht, da ist ja jetzt diese Fakten, die David Ayer veröffentlicht hat, wenn man sie so durchliest, wenn man dann so diese Produktion durchliest, also der hätte selber nicht mal Ahnung, wo er seine Tattoos her hat. Na, also er, einmal das und das Zweite ist, wenn ein Regisseur hingeht und mir sagt,
Ich kann von meinem Film 5 bis 7 Schnittfassungen erstellen, die alle komplett anders wirken, dann habe ich ein Drehbuchproblem. Weil also das kann, wenn ich einen Film vernünftig schreibe und der normale Prozess von so einem Drehbuchschreiben ist ja, ich schreibe das Drehbuch, es wird Korrektur gelesen, es wird abgeändert. Man geht ja ins Shooting, wenn man ein Final Script, ein Shooting-Skript hat. Da gibt es zwar immer noch kleine Änderungen, die man eventuell machen muss, weil man plötzlich feststellt, eine Szene funktioniert nicht, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber hier, der sagt eiskalt, ja, ich konnte, hab also so viele Schnittfassungen, meine sah ganz anders aus. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Skript nicht ausgearbeitet oder ausgereift ist und ich nie so weiß, wo ich mit meinen Figuren hin will. Und das würde auch diesen ganzen merkwürdigen Schnitt im Film teilweise ein bisschen erklären, auch wie diese Figuren präsentiert werden. Wie zum Beispiel, wer ist jetzt der Anführer? Warum ist Rick Flagg nicht der Anführer? Warum ist Will Smith nicht der richtige Anführer? Warum ist es plötzlich Amanda Waller das? Weil das irgendwie so, ich den Eindruck habe, während des Drehs hat David Ayer da gesessen, oh, jetzt muss ich, ey, mir fällt gerade eine super tolle Szene ein, die schreibe ich jetzt mal und die inszenieren wir. Und dann? Ja, also ich glaube, da hilft ein Blick in den Roman zum Film, der leider nicht auf Deutsch erschienen ist, der ist nur auf Englisch zu haben. Ich bin noch nicht komplett durch damit. Der Aufbau des Romans ist schon mal ein anderer und wird wahrscheinlich das sein, was auch letztendlich im Drehbuch drin stand, da ja diese Drehbücher immer die Vorlage für diese Romane zum Film darstellen und die dann schon recht früh angegriffen werden. Also da wird man wohl den größten Unterschied rauslesen können aus diesen 6 bis 7 Schnittfassungen, den einerseits eine Trailerfirma gemacht hat, andererseits andere Schnittkünstler, die da dran saßen. Und bevor man damit nicht durch ist, glaube ich, kann man das jetzt schwer beurteilen, ob es wirklich so ein großes Problem gab oder ob die Story von Haus aus nicht funktioniert hat. Was hat Enchantress eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ja, die sieht aus wie so eine Wackelfigur, die man sich ins Auto stellt. Die wollten eine Maschine bauen. Ja, richtig, ja. Ja, weil alle jetzt ja zu Maschinen bilden, alle Menschen. Was für eine Maschine sollte es werden? Eine Doomsday-Maschine. Ja, dann halt. Ich meine, sie hat ja dann auch schon von vornherein gewusst, deshalb sind ja auch, das ist ja logisch. Ich meine, man muss ja nicht dümmer stellen, als man ist. Die hat ja gewusst, dass Amanda Waller in dem einen großen Gebäude da ist, weil sie ist ja selber mit Amanda Waller da hingegangen. Und sie hat natürlich Amanda Waller gebraucht, um zu wissen, wo überall auf der Welt wichtige militärische Stützpunkte sind, mhm, um da drauf schießen zu können. Und natürlich hat sie dann, deswegen waren auch die Gegner immer so nah bei Amanda Waller und auch in dem Gebäude drin. Die sind da einfach da wie so Zombies rumgelaufen, anstatt halt versuchen, sie zu rauszuholen. Ne? Macht ja alles Sinn eigentlich. Ja, das ist auch sehr schade, finde ich. Wenn man sich überlegt, dass Enchantress am Anfang diese Szene, wo sie da ihre Suicide Squad präsentiert und dann als Demo Enchantress in den Iran teleportieren lässt und diese Geheimnisse rausholt, da wird diese Figur ja auch als sehr unheimlich dargestellt. Nur danach funktioniert das überhaupt nicht mehr. Vor allem, weil sie auch diesen Kostümwechsel dann auf einmal hat. Ne? Ja, auf einmal ist sie Evelyn. Ja. Also jetzt hat sie ja dann ihre finale Form. Und generell ist ja Enchantress ihre Kraft so ambivalent im Film, weil theoretisch müsste sie ja einfach, gut, sie kann vielleicht nicht die Bombe holen, aber sie müsste ja einfach nur zu Amanda Waller hin und sie küssen oder so, keine Ahnung, dann wäre sie auch nicht cool gewesen. Tja. Ja, also für mich war sie gar nicht greifbar. Also das fing aber schon mit Cara Delevingne an. Also man merkt ihr einfach an, sie ist halt Model. Ja, so habe ich mir so ihre ersten schauspielerischen Schritte in dem Film dann eben auch das so gedacht. Da habe ich mir gedacht, ja, sie ist halt Model, gell? Markus-Spuren. Hübsch anzusehen, besonders als Enchantress. Also da sieht das Kostüm toll aus. Aber wie gesagt, in ihrer zweiten Fassung fand ich sie dann doch etwas, weiß ich nicht, peinlich. Nee, das hat mir gar nicht gefallen. Und auch das ist das, wo die schlechten Effekte ja eigentlich auch am meisten vorkommen. Weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, dass das so aussieht wie von vor 10 Jahren. Ja, wie gesagt, wenn ihr den Film mit The Rock kennt, Scorpion King, den ersten, die Mumie, wo er das Scorpion King spielt, ja, sah ungefähr genauso gut animiert aus. Ganz schlimm war ihre Krone mit den Augen, die wir geguckt haben. Ich habe den halt nochmal in IMAX gesehen, das ist halt das Bild riesig, oder? Kannst halt nicht weggucken, ne? Und es sieht halt wirklich einfach nicht gut aus. Und es ist halt noch für mich noch viel fragwürdiger, warum man dann so jemanden einbauen muss.
Also wenn du eh nicht die Kohle aufbringen willst, es geil aussehen zu lassen, dann lass doch einfach weg und mach was Kleineres draus. Ja, aber die Kohle war ja da. Der Film hat 175 Millionen Dollar gekostet. Ja, mich auch. Wo ist dann das Geld hin? Hat dann Will Smith 100 Millionen davon bekommen und Jared Leto nochmal 65. Und dann no money, no honey. Ja, genau. Ja, aber das fragt man sich halt wirklich. Ich meine, wir sind jetzt 2016. Ich habe vor einem halben Jahr oder vor einem halben Jahr einen Dschungelbuchfilm gesehen, wo ich wirklich da, wo wirklich ich beeindruckt war, wie gut es ist. Und dann sehe ich jetzt den zweiten oder meinetwegen den dritten Film im DCEU und wo sie dann, kriegt dann solche Effekte dahin gerotzt. Und ich fand nicht mal den, wie heißt der, ihr Bruder? Inkubus. Ich fand nicht mal den Inkubus so scheiße. Den fand ich auch irgendwie, der sah halt aus wie der Gegner vom ersten Thor-Film. Der hat auch das gleiche, dieser auch so ein, bloß dass er halt auseinandergezogen wurde. Aber ich fand die Dinger halt so scheiße, die Enchantress, vor allem die so cool, die hat ja so coole Szenen gehabt. Also wie sie sich verwandelt, ist ja so geil aus. Oder wie sie da durch den Spiegel durchgreift und ihren random Black Guy in der U-Bahn da den Kopf gegen die anschlägt. Das sah ja wirklich cool aus. Und da frage ich mich halt auch, dann weißt du, wir dachten ja alle, dass kommen ihr Bruder wird so, dass der davon besessen wird. Meine, im Endeffekt ist es egal, weil sie ist ja auch nur durch Zufall zu Enchantress geworden. Sie war halt Archäologin, hat halt das Ding gefunden, wo zu Enchantress, hat halt blöderweise ihr Herz vergessen, weil sie ist ja nur die Enchantress und weiß ja nicht, dass ihr Herz ihre einzige Schwachstelle ist. Aber dann, dass ihr Bruder dann irgendjemand in der U-Bahn ist, das fand ich immer so schlimm, aber die Effekte waren ja geil gemacht bis dahin. Da hat sie ja wirklich auch Gedanken gemacht, auch wie sie sich verwandelt, das sah ja wirklich geil aus. Also das habe ich auch noch nicht in den Filmen gesehen gehabt, irgendwie so eine Verwandlung von irgendwas. Aber dann das so zu verkacken, dann mit dieser komischen, ihrem zweiten Kostüm da, und dann ihrem blöden Wackelkopftanz da, ich weiß nicht, was ist, warum, so, das fand ich irgendwie bescheuert. Also ich fand die Effekte verkacken auch teilweise schon früher, weil es mal jetzt nichts gegen Explosionen und abstürzende Hubschrauber, aber schon die abstürzenden Hubschrauber sahen sowas von noch Greenscreen aus, das war nicht mehr feierlich. Ah, ich hab noch eine Frage, könnt ihr mir helfen? Wer hat eigentlich einen Hubschrauber der Suicide Squad abgeschossen, wenn wir schon beim Gegner sind? Das sollen die Figuren am Boden gewesen sein. Ja, sollen, Aber aber. die haben noch nicht einmal danach nochmal Maschinengewehre benutzt. Ja, doch. Die haben sie in der Hand, aber sie benutzen sie nicht, oder? Ja, weil sie wahrscheinlich die ganze Munition für den Hubschrauber verbraucht haben. Und man fragt sich, warum die danach nochmal mit dem Hubschrauber kommen, wenn der erste schon abgeschossen Vor worden allem, wenn die ist. eh auf dem Gebäude ist, warum brauchen die überhaupt den Suicide Squad? Die können doch einfach den Hubschrauber so nehmen. Aber ja, komm, wir brauchen sich so mit anfangen, aber das ist schon ein schwieriges Thema, das Ganze, die Logik dahinter zu sehen. Aber die Enchantress war wirklich so, als sie sich dann auch verwandelt hat, die fand die wirklich schlimm. Das hat wirklich was von so einem Computerspiel-Endboss gehabt, mit ihrem dicken Buddy noch, der dann halt da rumpatrouilliert und randommäßig irgendwelche Hubschrauber vom Himmel schlägt. Es gab mal von Konami so einen Side-Scroller, Parodius, der war damals, da ist doch diese tanzende, dieser tanzende Endgegnerin in diesem Bikini. Da musste ich die ganze Zeit dran denken, wie ich Enchantress da gesehen habe. Das war also, leider, das Finale, also was die da verkackt haben an Effekten, also da frage ich mich wirklich, wo ist das Geld geblieben? Das ist, also das als Final zu verkaufen, das ist schon wirklich mutig. Ist halt echt schade, so, weil halt auch sonst mir der Film gefallen hat, aber diese ganze Enchantress, auch der Anfang fand ich immer so schlimm. Und ich fand es auch cool, wie dann der Suck, der, nicht Succubus, Inkubus, dass sich dann in der Subway dann diese Leute so eingesaugt hat und so. Das sah irgendwie auch noch cool aus. Ich hätte halt damit erst viel später im Film gerechnet, aber das sah alles ganz cool aus. Aber irgendwie so dann das Ende, ich habe dann auch mir so gedacht, warum willst du jetzt die Welt zerstören, weil Leute euch nicht mehr anbeten, weil ihr 7000 Jahre nicht weg wart. Ich meine, was erwartet ihr so? Keine Ahnung, wenn ich eine Woche lang mich bei meiner Freundin nicht melde, denkt sie wahrscheinlich, ich bin tot und ihr habt davon 7000 Jahre. Und genauso ist es halt auch mit der ganzen Geschichte, die dann drumherum gestrickt wird. Das war irgendwie so nicht nachvollziehbar. Dass dann auch 3 Tage dazwischen vergehen, weiß nicht, irgendwie. Noch besser finde ich, dass man es noch nicht mal für nötig hält, den Bruder überhaupt zu erwähnen, dass er Inkubus heißt. Das ist ja erst. Also man hat so viel Vertrauen in einen DC-Gegner, dass man ihn nicht mehr namentlich nennt. Das ist also eigentlich schon. Oder er ist auch so egal. Eben, er ist, das ist es nämlich. Er ist so egal. Vor allem ist er eigentlich der Bösewicht, weil er ist ja krasser als sie. Weil er kann ja krassere Sachen.
Er kann zwar nicht tanzen und irgendeinen komischen Dinger da, Kirchens da bauen in irgendeiner Subway-Station, aber er ist ja eigentlich krasser. Und auch, ja, keine Ahnung, ich bin halt auch nicht der im Enchantress News Forum angemeldet, aber ich fand halt auf das Ganze irgendwie, da hätte man echt noch mehr draus. Also, ich glaube, da ist keiner von uns angemeldet. Ich glaube auch, diese Eröffnung, dass irgendwann bekannt wurde, dass Enchantress der Endgegner ist, hat, glaube ich, bei den meisten noch eher zu Verwirrung geführt als zu dem Aha-Erlebnis. Was mir im Finale übrigens auch nicht gefallen hat, das war, wie dann Amanda Waller um die Ecke kam. Das kam mir so ein bisschen billig vor, ja. Ach, sie leben noch, ja, wie haben sie das geschafft? Ja, das war so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig. Weiß ich nicht. Ja gut, der Film ist natürlich auch eine Reminenz an diese 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre entstandenen Actionfilme. Das merkt man ja auch ganz klar. Also, das Coolste am Finale war wirklich nur, wie hier El Diablo aufsteht und sagt, it's on, bitch. Und dann gegen den anderen kämpft. Das war noch so das Coolste im Finale, weil ich fand diesen Voodoo-Typen und das auch vor allem scheinbar sind ja dieser Geist von El Diablo und der Geist von Enchantress kennen sich ja scheinbar, habe ich gelesen. Aber das auch darauf wird irgendwie nicht eingegangen, weil die sprechen ja sogar die gleiche Sprache. Ja, das stimmt. Das ist dann nämlich die Frage, die ich mich auch die ganze Zeit gestellt habe. Woher kennen die sich jetzt? Und scheinbar sind die Geister Jahrtausende alte Geister, die sich halt kennen. So. Hast du jetzt davon. Und dann aber den nicht mal irgendwie so ein bisschen was zu geben, mit dem die irgendwie dann... Du hättest ja die Möglichkeit gehabt, alle Charaktere sinnvoll einzubinden. Und gerade jemand wie El Diablo, der dann sich der Geist dann dran erinnert, wie böse die Enchantress ist und keine Ahnung was. Aber du verzichtest auf alles und holst dann noch ihren Bruder dazu. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Was ich auch quälend fand, war diese ewig lange Zeitlupensequenz. Was hat der Kinnaman da reingeworfen? TNT nochmal. Ja. Ja. Und das hat man wirklich, das war ja schon Zack Snyder würdig, wie langsam das dann voranging, ohne dass es wirklich irgendwie eine Dramatik aufgebaut hätte. Und was hat Will Smiths Tochter da gesucht? Kann mir das einer erklären? Ich habe das bis heute nicht verstanden, warum es jetzt ihn auffällt, darauf zu schießen. Ich hätte gedacht, das war eine Vision von Enchantress. Ja, ich habe das auch als Vision gesehen, aber... Weil sonst macht es keinen Sinn, weil warum er... Er redet gerade die Welt. Warum soll er nicht das machen? So. Also das Einzige, was für mich logisch erscheint, dass es eine Vision von Enchantress ist. Dass sie versucht, ihn nochmal davon abzuhalten. Weil sie davor sie ihm auch den Gedanken gegeben hat, dass er Batman tot sehen will, obwohl er es auch scheinbar nicht will. Kommen wir zu Batman. Der Übergangskönig Bernd. Ja. Du solltest dich ein Übergangskönig Computer nennen. Okay. Die Fledermaus. Die Fledermaus. Dir wird versprochen, dass Batman so eingeführt wird, wie sie ihn die Gegner wahrnehmen, so der als Schatten, der von hinten zuschlägt. Ah, fand ich großartig. Und das hast du auch bekommen, oder? Ich auf jeden Fall. Und ich fand es richtig cool. Das war eine richtig schöne, klassische Batman-Szene, als Deadshot da in dieser Gasse stand mit seiner Tochter und Batman sich einfach im Hintergrund auf den Boden herabließ. Großartig. Ben Affleck ist einfach ein geiler Batman. Und so, da beginnt für mich halt das DCEU auch zu leben. Also diese Welt zusammen, das, ich meine, man hat auch im Publikum gemerkt, dass die Leute gecheckt haben, ah, da ist ja Batman. Und ja, es ist Ben Affleck. So, und Raun ist so durch den Münchner Kinosaal. Ich weiß nicht, ob jeder damit gerechnet hat. Ja, dass, ja, ja, klar. In was für einer Welt das alles spielt. Und dass dann eben auch Batman auftaucht. Und ich fand es toll. Ich meine, es waren keine großen Auftritte, aber für mich haben sie gereicht, um da wieder so einen Nerd-Type zu bekommen. Wow, ich sehe Batman mit Handschellen. Ja, und nicht mit einer Schusswaffe. Nicht einer Schusswaffe und der nicht gleich der Tochter irgendwie die Zähne einschlägt. Aber cool war auch, wie er Harley gefangen nimmt. Weil du richtig so in ihm merkst, so diesen Struggle, dass er eigentlich keinen Bock hat, sie wieder zu beleben. Vorher haut er noch auf die Fresse und dann belebt er sie trotzdem wieder und sie dreht. Das ist das, was man sehen will, seit man die Animated Series gesehen hat. So. Man will nicht Batman sehen, wie er Leute tot schießt, man will das sehen. So. Und das hast du halt echt bekommen, auch wenn es nur 2,5 Minuten war. Und auch wie er selber so angepisst ist von sich selbst, dass er es machen muss. So. Das fand ich schon gut. Und ist halt auch ein komplett anderer Batman, wie wir gesehen haben in Batman wie Superman. Da ist halt immer noch die Frage, was für ein Batman ist es? Ist es der vor Batman wie Superman? Ist es der Batman nach Batman wie Superman?
Es ist ja so, dass es da wahrscheinlich das eine Zeit lang nach dem Ausbruch vom Joker aus Arkham Asylum spielt. Es wird ja nicht eine Woche sein, wo die zusammen ein bisschen Trouble machen und dann fährt sie in den Knast. Also ich denke, da wird ja schon dann Zeit gespielt haben. Und ich denke, es spielt vor Batman wie Superman, weil er noch nicht die Maschinengewehre an seiner Karre hat. Die uralte Theorie von Rico. Ja, immer noch. So, Gerd, dein Eindruck von Batman? Also ich fand jetzt nicht, dass ich den Batman präsentiert bekommen habe, den die Gangster fürchten. War ich eigentlich sehr enttäuscht von. Das liegt aber jetzt eigentlich gar nicht an der Szene. Wie er da runterkommt von hinten, fand ich auch klasse. Wobei ich leider auch da wiederum bemängeln muss, teilweise sehr schlechte VFX, weil zwei Drittel der Szenen sah man, dass es sein Stunt-Double war. Nur in den Nahaufnahmen sah man halt, dass es Ben Affleck war. Und da kam halt dieser Dialog, der hat mich da ein bisschen rausgerissen. Also wenn er sich Will Smith von hinten geschnappt hätte und die Tochter hätte da einfach stehen lassen, das hätte ich cooler gefunden. Das hätte mehr zu Batman gepackt, aber dass er eben auch noch darauf anspricht, hier jetzt nicht vor deiner Tochter, also auch einen etwas weicheren Batman, glaube ich eher nicht. Also nicht in meiner Vorstellung. Ich bin da allerdings generell ein bisschen zwiespältig mit dieser ganzen Szene geworden, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist das jetzt auch wirklich so notwendig, den da so einzuführen? Bei der Deadshot-Szene hat es mir nicht so gut gefallen. Bei der Harley Quinn-Sequenz, dieser Action-Sequenz, hat es mir sehr gut gefallen. Da muss ich dann auch zugeben, das war die bessere der beiden Szenen. Auf jeden Fall. Aber ich bin davon nicht überzeugt. Also ich hätte es mir anders vorgestellt, weil ich hatte da einfach wirklich erwartet, dass ich da so einen Halbschatten sieht, der die Gangster hochnimmt, den die Gangster wirklich fürchten. Und ich hätte mir das eher so gewünscht, also das wäre mein Traum so gewesen, tatsächlich wie in Batman von Tim Burton, die erste Szene. Da, wo die Gangster wirklich Angst haben und sich über diese Fledermaus unterhalten. Das fand ich einen genialen Auftritt. Ja, aber es ist ja, Unterschiede sind ja keine Gangster, die schon super Bösewichte, Deadshot und Harley Quinn und so, die auch schon öfters wahrscheinlich mit Batman zu tun hatten. Das würde ja auch nicht passen, oder? Wenn dann Deadshot Angst hat vor Batman und dass der Joker eh keine Angst hat. Ich meine, der hat ein Batman-Tattoo. Aber wie gesagt, das ist halt rein meine persönliche Einschätzung. Ich hätte mir da irgendwie was anderes drunter vorgestellt. Welche Vorstellung hattest du denn von der Mid-Credit-Scene? Ja, das ist einmal eine schöne Ben Affleck-Szene, also dass er dann auch wirklich nochmal was sagen kann. Ja, es wird eine Frage geklärt, wie die dann zur Justice League führt. Also jetzt wissen wir halt, woher die Informationen über die Leute bekommt. Das fand ich sehr schön gelöst. Ja, eigentlich hat er es ja schon. Wissen wir nicht. Nein, er hat von Luthor Vermutungen oder irgendwelche Beweise, dass diese Personen existieren. Aber offensichtlich weiß ja Amanda Waller, wo man suchen muss, weil sie ja selbst auf der Suche war. Okay, wie findet ihr es, dass Amanda Waller Schutz bei Bruce Wayne sucht? Dass Batman so viel Macht hat, alles, was in Midway City passiert ist und dass er nicht wenig kaputt gegangen in der Stadt, das ist ein Teppich zu kehren. Warum sollte Bruce Wayne die Möglichkeit oder das Interesse haben, Amanda Waller zu helfen? Er bekommt die Akten, das ist erstmal die Motivation dafür. Zu den Akten möchte ich noch ganz kurz sagen, weil immer jeder sagt, ja, aber die Justice League war doch schon längst in der Mache. Also nicht der Film, sondern dass er schon auf der Suche nach diesen Figuren war. Aber die Figur, wir sehen ja bloß ein Bruchstück der Akten. Ja? Wir sehen ja, die erste ist ja, glaube ich, Enchantress. Das heißt, die Person kennt er noch gar nicht. Und dann sehen wir, okay, über die Person, über Aquaman und so weiter gibt es auch was. Und wir wissen nicht, was noch alles da drin ist. Also er bekommt ja tatsächlich Akten über wahrscheinlich weitaus mehr als nur jetzt die paar Hansel, die er jetzt sucht. Und warum ist dann Enchantress noch dabei? Hat sie doch ihre Kräfte? Man weiß es nie, ne? Nur so ein Gefühl. Ja, nur so ein Gefühl. Wie fandet ihr, dass Amanda Waller klar darauf anspricht, dass er Batman ist, dass er weniger nachts arbeiten sollte? Ich glaube, David Ayer hat es gesagt, dass es eigentlich irgendwie die Logik gebietet, dass eigentlich so jemand wie Amanda Waller auch weiß, wer Batman ist. Da muss man David Ayer recht geben. Wenn jetzt hier jemand als Fledermaus verkleidet nachts durch die Straßen schwingt und Gangster platt macht, das wird wahrscheinlich keine 3 Tage dauern, bis dessen Identität enthüllt wäre, weil dafür ist die Überwachungstechnik einfach viel zu weit. Also das macht schon, ist schon von der Logik her also auf jeden Fall greifbar. Vor allem, sie benutzt ihn ja auch. Ja. Also um zum Beispiel Deadshot zu fangen. Ja. Also von dem her, es ist benutzen vielleicht weniger, aber so eine einseitige Kooperation würde ich es mal nennen. Was eigentlich noch fehlt, das ist das möglich, kann er das unter den Tisch kehren? Das ist im Prinzip, wir wissen natürlich aufgrund der Vorlage, Bruce Wayne ist Milliardär, aber was wir bis jetzt
noch nirgendwo gesehen haben, ist, was seine Firma eigentlich ist. Wir wissen aus Man of Steel, die hat Satelliten ins All geschossen, VaneTech. Wir wissen aus Man of Steel und Batman vs. Superman, dass er auf jeden Fall auf dem Finanzmarkt aktiv ist. Aber wir wissen ja gar nicht, wie groß sein Imperium eigentlich ist. Er stellt auf jeden Fall auch Genickbomben her. Und zwar in Serie. Mit einer Killer-App. Ja. Lass uns doch kurz über die Bedeutung des Films für das DC Extended Universe sprechen. Rico. Hat der Film für euch das DCEU größer gemacht? Ist es für euch eine Fortsetzung, zu wie euch Batman wie Superman verlassen hat? Ich weiß nicht, ob Suicide Squad zum großen Teil beiträgt. Aber es werden halt wieder Figuren etabliert, mit denen wir es später nochmal zu tun bekommen könnten, die auch nur kleine Auftritte haben können, die das Ganze halt so ein bisschen größer machen, gefühlt größer machen, diese Welt. Und die hat man ja teilweise, dieses Gefühl hat man teilweise hier schon, ja, die Einführung auch mit dem Bezug auf Supermans Tod. Ich fand das ganz toll mit diesen T-Shirts, die da verkauft wurden, als Merchandise, auf denen das Superman-Symbol zu sehen war. Ich weiß gar nicht, waren Batman-T-Shirts auch zu sehen? Doch, es gab auch Batman-T-Shirts nebendran. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch Batman-T-Shirts gab. Und ich fand das auch toll gemacht, wie dann eben das T-Shirt umgedreht wurde und dann Remember drauf stand. Und das sind so kleine Sachen, die halt eben, jetzt gerade für uns Fans vor allem auch, die dann eben diese Zusammenhänge sehr schnell erkennen, dass es ein Universum ist, was sich so ineinander webt. Und das gefällt mir, das finde ich toll. Ich sehe das so ähnlich. Ich glaube, was der Film auf jeden Fall einem näher bringt, ist, dass diese Welt sich verändert hat, in der es spielt. Also auch gerade nach Batman vs. Superman. Das bringt er eigentlich schon sehr gut rüber. Also generell diese Linie von Man of Steel, Batman vs. Superman und jetzt Suicide Squad, wo man merkt, aha, Man of Steel, die Menschheit erfährt davon, dass es Metawesen gibt im BVS, wo dann der erste Große stirbt und die Menschen begreifen, es gibt noch mehr davon. Und das ist eine Bedrohung. Und jetzt in Suicide Squad, klar, die Welt hat sich verändert. Die funktioniert jetzt mit anderen Regeln und das haben alle mitbekommen. Und deswegen erweitert er das Universum schon, halt um einige sehr kleine und feine Punkte. Dazu kommt noch, wir kriegen halt, sagt, mit Joker den ersten großen Batman-Gegner auf jeden Fall angeteased. Wir bekommen einen Hinweis wieder auf die Justice League am Ende. Und was mit der Suicide Squad ist, die kann ja weiter existieren, halt dann vielleicht wirklich für die kleineren, dreckigeren Aufträge, die in dieser Welt passieren. Ich habe so oft bemängelt, dass er manchmal sich nicht entscheiden kann, in welche Richtung er optisch geht, weil so das Konzept halt ein bisschen fehlt. Aber grundsätzlich merkt man immer noch wieder, das ist dieses Snyderverse, was da existiert. Das bringt der auf jeden Fall rüber. Manchmal jetzt auch ein bisschen bunter, weil die Farben ein bisschen schriller sind. Aber grundsätzlich passt der Film in die Welt. Der nächste Film wird dann Wonder Woman sein. Knapp 300 Tagen ist es dann schon soweit. Denkt ihr, dass der Film sich an den Sachen dann nochmal irgendwie einklinken wird? Oder wird das erstmal ein Film sein, wo wir einen Schritt zurück machen in die Vergangenheit und nicht mehr so wirklich im DCEU sind? Also nicht auf jeden Fall so offensichtlich, wie es jetzt die Fortsetzung eigentlich zu Batman wie Superman mit der Suicide Squad ist. Ich weiß es im Moment noch nicht so ganz. Ich will es noch gar nicht so einordnen. Wir haben jetzt einen schönen Wonder Woman-Trailer gesehen. Ich habe auch schon wieder die Gerüchte, es gibt ja die Gerüchte, dass auch Batman in dem Wonder Woman-Film vorkommt. Das heißt, wenn das stimmt, dann wird der Film ja zumindest auf zwei Zeitebenen spielen. Also ansonsten kann ja Batman gar nicht funktionieren in dem Film. Und da wir da noch nichts Genaues wissen, bin ich da ein bisschen vor. Ich tippe darauf, dass wir tatsächlich vielleicht einen Film mit Flashback sehen oder einen geteilten Film. Das kann man ja sehr wohl machen, dass man Wonder Woman einführt, wie gesagt, im Ersten Weltkrieg, dann hat sie sich von der Menschheit zurückgezogen und in der zweiten Hälfte halt eine Wonder Woman zeigt, die in der modernen Welt jetzt wieder agiert, weil sie halt sich entschlossen hat, dann doch dabei zu bleiben. Aber das ist jetzt noch, ist noch sehr schwer zu sagen, weil da gar nichts von bekannt ist. Ich hoffe, wir bekommen da keinen großen Himmelsgegner wieder. Man kann es ja mit Göttern zu tun bekommen. Mit einem God of War vielleicht? Ja, es ist ja von Ares ist ja die Rede, ne? Also naja. Dass Ares als Bösewicht fungiert. Das fände ich aber für diese erste Weltkriegsstory eigentlich gar nicht mal so übel. Das wird ja sogar passen. Gut, das ist ein anderes Thema. So, wir sind eigentlich mit dem Film soweit durch. Wir waren auch wieder sehr, sehr kritisch, was eigentlich gar nicht so mit unseren Wertungen übereinstimmt. Ich muss trotzdem sagen, der Film hat
Spaß gemacht, die meiste Zeit. Es gibt Sachen, an denen hänge ich mich halt dann so ein bisschen auf, über die ärgere ich mich dann auch tatsächlich ein bisschen. Ich würde trotzdem gern eine Fortsetzung sehen, ich würde gern einen weiteren Teil der Suicide Squad sehen, ich würde gern mehr von diesen Figuren sehen. Euch geht's ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja, was ich gesagt habe, auch wenn ich den Film jetzt so punktemäßig eher ins Mittelfeld drücke, aber ein Film, den ich 5 Punkte gebe, ist immer auch ein Film, den ich mir mehrmals anschauen werde, weil er ist nicht wirklich schlecht. Man kann da Sachen besser machen und unterhaltsam ist er auf jeden Fall. Er hat mich halt nicht in allen Belangen überzeugt, aber ich gebe jedem den Tipp, wenn mich jemand fragt, geht euch den Film anschauen, weil es gibt auf jeden Fall eine Menge zu lachen, es gibt eine Menge toller Szenen, es gibt großartigen Joker zu sehen, wenn man sich dafür interessiert, der halt auch komplett anders ist wie Heath Ledger oder Jack Nicholson, was ich dem Film hoch anrechne und Jared Leto, dass die erst gar nicht diesen Versuch machen, da jetzt diese Vorbilder zu nehmen, sondern die drehen ihr eigenes Ding. Wie gesagt, und das soll jeder sein eigenes Urteil bilden. Und wie gesagt, die meisten empfinden den Film ja auch spaßig. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Er macht Spaß zu schauen. Ja, das ist auch der Tenor in unseren Kommentaren. Also die meisten hatten wirklich ihren Spaß an dem Film. Auch Leute, die aus meinem Umkreis, die nicht so viel mit den Comic-Verfilmungen am Hut haben, hatten ihren Spaß an dem Film. Und das ist ja mal, was im Vergleich zu Batman wie Superman angeht, ja schon mal ein großer Fortschritt. Ja. Ja, der Humor hat auf jeden Fall jetzt Einzug gehalten ins DC Expanded Universe, weil da kann sich das, glaube ich, keiner mehr beschweren. Humor gab es ja nun reichlich in dem Film. Es gab keine Furzwitze. Das ist schon mal ein Fortschritt heutzutage. Das kann ich noch was unterschreiben. Und ich möchte auch die Figuren weiterhin sehen, die Geschichte nicht. Und ich freue mich schon weiter. Ich brauche nicht unbedingt einen zweiten Suicide Squad Teil. Ich würde mich eher freuen, die Figuren abseits der Suicide Squad auch in weiteren DC-EU-Filmen zu sehen. Eure Lieblingsszene im Film? Meine ist die Bar-Szene. Die Szene, wo Joker dem Typ das Handy zusteckt. Die Bar-Szene hat mir auch sehr gut gefallen. Und wenn ich jetzt noch für eine Einzelfigur was rausnehme, dann ist es die Darstellung von Deadshot und wie seine Fähigkeit dargestellt wurde, indem er auf dem Auto oben drauf steht und eigentlich die ganze Armada an Gegnern im Alleingang erledigt, ja. Was eine tolle Demonstration seiner Fähigkeiten war, weil gut zu treffen ist das eine, aber es mit der ganzen Armee aufzunehmen war schon sehr beeindruckend und hat er anscheinend auch Eindruck bei der Armee hinterlassen, die sich eigentlich darum kümmern sollte. Ist schon witzig. What? Bad Picks. Vielleicht abschließend noch ein Tipp von mir, ein Lesetipp. Wahnsinn. Ich habe nämlich hier ein Buch, Suicide Squad Behind the Scenes with the Worst Heroes Ever. Ja, gibt es bei Amazon. Kostet, glaube ich, so knapp 35 bis 40 Euro. Und ist eine Art Making-of-Buch. Aber es ist diese Art von Making-of-Buch, die, naja, in dieser Welt spielt, in der eben Suicide Squad stattfindet. Das heißt, man hat hier ein Buch, in dem neben vielen Konzeptzeichnungen und hinter den Kulissenfotos auch viele Dokumente mit eingearbeitet sind, direkt aus dem Filmstamm. So kann man hier zum Beispiel die geheimen Dokumente von Amanda Waller zum Beispiel, kann man reingucken, ja, und bekommt dadurch dann eben die Profile von verschiedenen Figuren wie Slipknot zum Beispiel, ja, und erfährt, wann er geboren ist und wie groß er eigentlich ist. Wollt ihr irgendwas wissen? Vielleicht kann ich euch da was beantworten. Also die Größe, ja. Von wem? Ja, von Slipknot, die Größe. Also komm, das will ich doch wissen, ja. 72 Zoll, könnt ihr euch selber ausrechnen. Okay, dann Killer Croc die Größe. Killer Croc, 77 Zoll. Aber Bernd, wo bekommen wir denn dieses tolle Magazin? Lieber Rico, danke, dass du fragst. Wie ich vorher schon erwähnt habe, bei Amazon. Ah. Ja. Was findet man hier drin noch? Unter anderem eben auch einen der Briefe zum Beispiel, die Deadshots Tochter geschrieben hat. Ja? Tatsächlich, also hier ist so ein Umschlag drin. Da drin befindet sich zugeklebt ein Brief. Den traue ich mich jetzt nicht zu öffnen. Das ist ja auch eine Privatsache, ne? Macht man auch nicht. Was gibt's denn zum Joker? Zum Joker Tattoos. Also es gibt tatsächlich Klebetattoos, die er am Körper trägt. Die kann man dann selber an sich aufbringen. Ist es ein Robin auf seinem Bizeps? Es ist ein Robin mit einem Pfeil, ja, also der Vogel Robin, ein Rotkehlchen. Ja. Wow. Sein Mund, den er am Arm trägt und das Haar. Auch den für die Hand? Auch für die Hand.
Genau. Nur halt alles ein bisschen kleiner. Das ist schon alles ganz cool gemacht, ja. Da gibt's auch diese ganze Geschichte zu eben Enchantress und ihrem Bruder und zu diesen Figuren und zu dieser Höhle und so weiter. Lauter Infos, die man so im Film auch bekommt. Also das heißt, Dokumente, die man im Film sieht, sieht man hier in diesem Buch. Und ich finde, das ist einfach toll gemacht. Macht auf jeden Fall Spaß, durchzublättern. Und besonders, wenn man den Film gesehen hat, kann man dann noch ein bisschen tiefer in diese Welt eintauchen. Also das kann ich tatsächlich empfehlen. Wie gesagt, knapp 40 Euro gibt es bei Amazon und nur in englischer Sprache. Aber das mal so als Lese- und als Kauftipp. Hab's mir gerade gekauft. Danke, Rico. Mit diesem Tipp verabschiede ich mich dann eben auch. Danke, dass ihr mit dabei wart, um den Film zu besprechen. Ich glaube, das ist einer der Filme, die wir auch tatsächlich innerhalb eines Podcasts auch behandeln konnten. Diesmal in einer kleineren Runde. Vielen Dank an den Gerd, dass du wieder mit dabei warst. Gern geschehen. Rico, ja, gell? Wir sehen uns ja eh dann das nächste Mal wieder. Oder sprechen uns wieder. Juhu. Zu was denn, Bernd? Weiß ich noch nicht. Vielleicht der Biercast. Hey, 16 Jahre Batman News. Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Dankeschön. Ja, wirklich. Herzlichen Glückwunsch. Da hast du lange durchgehalten. Ja, mit warmem Herzen gehe ich jetzt ins Bett. Vielen Dank. Gute Nacht. Ciao, ciao. Bye, bye. Boah. Outtakes. Und heute geht's ans Eingemachte, wenn auch in einer leicht anderen Besetzung. Erstmal wieder mit dabei ist der Gerd, der in der Ausgabe zu... Ah, verdammt. Batman v Superman Ultimate Edition. Und wir sprechen heute ausführlich über Suicide Squad, welcher vor zwei Wochen nach US-Start... Start, Bernd! Konzentration! Verdammt, was ist denn da los mit dir? Über Suicide Squad, welcher zwei Wochen nach US-Start... Start. US-Start. Okay. Da hätten wir zum Beispiel heute wieder den Gerd, der in der letzten Ausgabe zum... zur Ultimate Edition von Batman v Superman! Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.